Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem der wichtigsten Tage in der Geschichte von Giga Esports Elite, denn heute Kampf der Giganten quasi. Alle Warcraft 3 Fans, die bei Giga arbeiten, treten gegeneinander an, um den Meister zu ermitteln. Ich habe mich gestern schon mal zum Favoriten selbst ernannt, allerdings musste ich heute Morgen mit Erschrecken feststellen, dass einer der Teilnehmer in dem ein oder anderen Practice-Game mich quasi relativ bloßgestellt hat. Ob er heute vor laufenden Kameras genauso souverän auftreten kann oder ob ihn das ein bisschen nervös macht, sehen wir gleich. Mitspielen tun natürlich Marc Hoffmann, der etwas nervös und angespannt ist. Das haben wir eben im Vorfeld der Sendung merken können. Jens Hilgers tritt an, Oldschool Warcraft 3 Legende, und Tobias Stamer aus der Giga Esports Redaktion. Alle wollen natürlich den Titel für sich beanspruchen. Bester WC3-Spieler, nicht zuletzt ich. Allerdings habe ich so langsam meine Zweifel bekommen. Natürlich gehe ich weiter davon aus, dass ich souverän gewinnen werde. Ich gehe mal rüber in die Lounge zu den Gästen. Herzlich willkommen an die gesamte Equipe, die hier sitzt. Und ich möchte mal so, ich frage einfach mal rum. Ich habe ja gerade gesagt, so nach den ersten Eindrücken des Tages heute, Tobias Stamme vielleicht so ein leichter Favorit im Moment. Wie ist bei dir der Standard oder der Standpunkt WC3-mäßig? Wie weit bist du da? Hast du dich vorbereitet, Jens? Du fragst mich. Ich frage dich, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute mit Erstaunen feststellen dürfen, dass der ein oder andere hier in unserem werten Giga-Office sich mit Practice Games unterhalten hat und tatsächlich fleißig trainiert hat, während meiner einer, der sich da mit einem einzigen Spiel mit seiner Laptop-Tastatur begnügen musste. Also denkbar schlechte Trainingsbedingungen heute für mich. Ich habe gestern, glaube ich, mal 3 Spiele gespielt. Ansonsten muss ich sagen, so ein, zwei Monate. Ja, relativ erfolgreich, allerdings gegen einen der größten Kacknoobs, die wir hier in der Firma haben, muss man auch dazu sagen. Okay. Insofern würde ich sagen, also was Warcraft 3 angeht natürlich, ja. Ansonsten muss ich sagen, relativ wenig Vorbereitung. Ich bin einfach nie ein großer Warcraft 3 Spieler gewesen. Leidenschaftlich schon, aber nie besonders starker Spieler gewesen. Ich glaube, es ist Ewigkeiten her, dass ich mal irgendjemanden dieser Firma besiegt habe. Ich glaube, das letzte Mal, als ich wirklich intensiv gespielt habe, da durfte ich mich verabschieden mit einem großartigen Sieg noch gegen Marc Hoffmann. Ist allerdings auch schon wieder ein Jahr jetzt ins Land gezogen seit dieser Zeit. Da sind wir natürlich gespannt, wie das aussieht. Ist natürlich wieder mal ein erstes Indiz für die Rollenverteilung in diesem Turnier. Fragen wir mal ganz kurz zu unseren Außenseiter. Er sitzt ganz außen, ist aber Geheimfavorit auf den Sieg. Nach deinen Siegen heute gegen mich, Selbstbewusstsein ins Unermessliche gestiegen wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also ich bin bereit, sagen wir mal so. Wir haben heute hart trainiert. Eigentlich wollte mich Jan nur so als Frischfleisch benutzen, um sich für heute Abend vorzubereiten. Ich konnte das ein oder andere Spiel gewinnen, aber Jan hat trotzdem enorme Leistung gezeigt. Das muss man an der Stelle sagen. Und deswegen denke ich, dass das heute ein sehr enges Spektakel wird. Kommen wir mal zu Marc Hoffmann. Marc Hoffmann, ja, immer bekannt für Understatement seinerseits. Ich wurde ja eben aus irgendwelchen Practice Games einfach so rausgerissen, wo ich mich dann vollkommen zurecht, muss man heftig sagen. Beschwert habe mit starken Schimpfwörtern. Man merkte da so ein bisschen, dass du doch sehr angespannt bist und dass dieses Turnier doch für dich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Es ist nicht umsonst weltweit anerkannt als das wichtigste Turnier aller Zeiten. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, das Preisgeld, 2,5 Millionen. Da kann ich mir tatsächlich nochmal was zu Weihnachten leisten, beziehungsweise erstmal die ganzen Schulden tilgen. Wäre natürlich super. Und das ausgerechnet unter uns Vieren, der edle Spender mit diesem Preisgeld, das ist natürlich was Besonderes. Noch nie gab es so ein WC3-Turnier. Mit so hohem Preisgeld. Mit so hohem Preisgeld. Und the winner takes it all. Ja. Zweiter, dritter, vierter ging komplett leer aus, deswegen war ich doch sehr angespannt. Man weiß bei dir nie so genau, mit welcher Rasse trittst du letztendlich an. Du wählst dann meistens die falsche. Ja. Du verlierst dann am Anfang, denkst dir, okay, mit der hat es nicht geklappt, nämlich eine andere, mit der klappt es dann auch nicht. Und dann, was hast du dir diesmal überlegt, mit was willst du zuerst versagen? Ja, ich werde zuerst mit Random versagen. Also ich weiß es wirklich gar nicht, was ich spielen soll. Ich weiß ja, dass mein Gegner, in diesem Falle der Tobi, Human spielt. Ja, da habe ich mir überlegt, was könnte ich da spielen? Ja, und ist mir nicht, leider nicht eingefallen. War jetzt nicht so erfolgreich. Night Elf habe ich gestern einmal spielen dürfen, ja, noch in der Sendung. Ja, da wurden mir fleißig Tipps gegeben. Das hat ja gar nicht funktioniert. Undead, habe ich gehört, hatte irgend so eine fancy Strat mit Dark Ranger First. Haben mir die Schwalben zugezwitschert und Ork, ja, haben wir ja alles schon mal gesehen, da hat man ja eigentlich gar keine Chance gegen. Ich muss sagen, ich hatte gestern Abend, ich mir auch überlegt, okay, mein erster Gegner, Jens Hilgers, ist ein Human-Spieler, da liegt er recht nah an, der zu nehmen, und ich dachte ja bis gestern Abend, ich bin ja allround versiert mit allen Rassen, starte ich heute morgens ein Game mit Undead, habe sowas von aufs Gesicht gekriegt, mit Undead gegen einen Human, mir gedacht, okay, das könnte jetzt dann gelegen haben, erstes Spiel am Tag, machen wir noch eins. Hab noch mehr aufs Gesicht gekriegt, hab mir dann gedacht, okay, mit Undead kann es nicht klappen. nehmen wir Night Elf. Das lief auch zuerst ganz gut, die ersten 2 Minuten. sag ich jetzt einfach mal. Bis auf einmal der Hero eingebaut war. Dann kamen die ersten Probleme auf, als mein AOW beim Creepen zerbrach. endete dann letztendlich daran, dass
beide Heroes bei meinem entscheidenden Go in den ersten 5 Sekunden des Kampfes starben und ich dann mit einem wütenden Schlag auf die Tastatur das Spiel verlassen habe. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich überlasse alles dem Schicksal und spiele einfach mal random. Ja, ich habe es mir auch überlegt. Ich werde auch random spielen. Ich habe ja eben noch ganz fleißig trainiert, immer random gespielt. Das hatte Vor- und hatte auch Nachteile. Ich habe mich manchmal wacker geschlagen. Manchmal musste ich aber auch tatsächlich zugeben, ich bin einfach zu lange raus. Ich bin einfach wirklich zu lange raus. Aber soll jetzt keine Ausrede sein, denn wir sind alle eigentlich ziemlich lange raus. Von daher ist das eigentlich nur ein Turnier unter Gleichgesinnten, mehr oder weniger. Da jetzt kurz vor dem Turnier natürlich alle noch nicht so richtig wissen, was erwartet mich eigentlich, müssen wir noch die Maps rauswählen. Da es ein wichtiges Turnier ist, ist es natürlich hochoffiziell. Ich würde sagen, wir machen hier rausvoten, oder? Ja, rausvoten ist natürlich super, wenn sich irgendjemand das merken könnte. Da wir hier keinen Stift oder Papier haben, ist ich, das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich bin fotografisches Gedächtnis. Ich kann euch kurz den Map-Pool sagen. Ich würde sagen, wir nehmen EPS-Map-Pool, oder? Ja, finde ich super. Dann Liste mir anfangen? Bitte alle Maps auf. Muss ich erst, ja, stimmt. Kennt ihr den EPS-Map-Pool? Ich muss sagen, normalerweise würde ich natürlich jetzt von Position 1 bis Position circa 10 von nach hinten durchspulen, aber ich habe jetzt gerade die erste Map vergessen. Okay, dann erzähle ich euch mal, welche Maps wir denn haben im EPS-Map-Pool im Moment. 7 Stück an der Zahl, angefangen bei Klassikern wie Lost Temple, Third Rock, Twisted Meadows, Echo Isles, Secret Valley haben wir auch noch am Start, dann natürlich noch Tirina Stand und last but not least haben wir natürlich eine Map, die nicht so gerne gespielt wird und deswegen uns gerade natürlich auch nicht einfällt. Genau, Knollwood. Knollwood. Das sind die 7 Maps, die im Moment... Raus damit, direkt raus mit dem Knollwood-Ding. ihr beiden, jetzt natürlich, ich würde sagen, da du ja mehr oder weniger so der halbe Gastgeber bist, darf er anfangen, was rauszuwählen. Ja, das natürlich jetzt dauert lange, jeder darf da mal rauswählen, aber du darfst tatsächlich anfangen. Wir machen das hier ganz flott. Dann wähle ich mal Lost Temple raus. Ja, also das macht Sinn. Das macht Sinn, ich wähle Knollwood raus. Dann wähle ich wieder Secret Valley raus. Boah, ich habe gar keinen Plan, was ich rauswählen soll. Ich wähle Echo Isles raus. Ihr spielt doch ein Best of One. Wozu wählten ihr jetzt 4 Maps raus? Ja, wir wählen alle Best of One. Jeder wählt 3 raus und dann bleibt eine über. Das ist clever. Ja, das ist clever. Bist du dran? Als nächstes entscheide ich mich für Tirina Stand. Dann gibt es nur noch 2 eigentlich. Turtle Rock und Twisted Meadows. Ach, Gottchen. Ich spiele, glaube ich, lass mich kurz überlegen. Turtle Rock oder Twisted Meadows? Ich will Turtle Rock. Nee, Turtle Rock oder Twisted Meadows? Ja. Ich will auf jeden Fall Turtle raus. Turtle raus. Also bleibt Twisted über. Genau. Twisted ist, glaube ich, deine Lieblingsmap, oder? Ja, also ich freue mich über die Map. Wir haben heute die ganze Zeit trainiert auf Twisted. Ja, ich meine, jetzt gerade, wo vorgesetzt in Anwesenheit der Vorsitzenden die ganze Zeit natürlich übertrieben, bevor wir angefangen haben zu armen, um 14 Uhr, haben wir 1-2 Spiele gemacht. alles klar. Aber das ist schon so die Map, auf der du die Strategien drin hast, ne? Ja, das ist so eine Allround-Map. Man kann eigentlich alles auf der Map machen und man hat da alle Freiheiten der Welt. Deswegen gefällt mir die Map-Wahl. Beeinflusst das deine Rassenwahl schon etwas? Ja, ich dachte eigentlich, ich spiele Undead, aber jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich spiele doch wieder Random. Also ich wollte eigentlich Twisted, habe ich mir überlegt, wäre eigentlich perfekt für Undead. Ja, ist ja eigentlich auch eine Undead-Map. Ja. Habe ich mir überlegt, oh, ist seine Lieblings-Map, dann wird er bestimmt wissen, was er da macht. Ja, also ich habe stark aufs Gesicht gekriegt, auf Twisted. Aber ich habe ja auch nichts zu verlieren, muss man sagen. Doch, ziemlich viel sogar. Verdammt. Ja, alles tatsächlich. Sozusagen. Ich muss einfach mal überlegen, was ich da mache, aber intuitiv werde ich, glaube ich, beendet. Du musst dir auch mal vergegenwärtigen, dass das wahrscheinlich dein letzter Auftritt in 2006 ist vor unserem Publikum. Und wenn die natürlich mit in diese lange Pause, in die Weihnachtspause und in die Neujahrspause mit dich als Loser mitnehmen. Mit was diesem Image. Was ja eigentlich fast immer passiert ist. Das wird schwer, das wieder abzuschütteln. Was ja eigentlich immer passiert ist, wenn wir solche Aufeinandertreffen hatten. Eigentlich habe ich immer verloren. Von daher, ach komm, einmal mehr oder weniger ist ja jetzt auch egal. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich diese Map auch gewinnen kann. Sollen wir auch kurz rauswählen, wenn du möchtest? Ja, ich fand jetzt die Methode mit dem Rauswählen gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich würde einfach ganz diplomatisch den Vorschlag machen, was wir vielleicht einfach spielen, bevor wir anfangen, groß zu wählen. Ja. Wie wäre es denn vielleicht mit Turtle Rock? Ich könnte mich darauf einlassen. Ja. Dann hätten wir eine sehr schöne, interessante Map, auf die recht ausbalanciert ist und die beiden noch nicht spielen. Ja. Da freue ich mich drauf. Auf diese Begegnung. Wir haben jetzt eine kurze Werbepause, würde ich sagen, um danach zu starten dann mit dem ersten Match zwischen Marc Hoffmann, der Könner und dem guten Quiz. Ihr bleibt natürlich dran, denn ihr wollt nicht verpassen, wer ist der Master im Giga-Studio. Also bis gleich.
Willkommen zurück bei Giga eSports. Unser Platzwart mäht gerade noch den virtuellen Rasen, damit gleich alle unter besten Bedingungen antreten können beim Warcraft 3 Cup. Solange, bis er da fertig ist, wollen wir noch ein bisschen drüber quatschen, was denn so 2006 eigentlich alles passiert ist in diversen Highlights. Eigentlich jede Woche ein Highlight bei Giga eSports, der Wicked Wednesday. Das war das ultramäßige Top-Highlight, finde ich. Jens, du bist ja eigentlich objektiver Zuschauer von Wicked Wednesday. Was ist dir besonders im Gedächtnis hängen geblieben, 2006? Mir ist eigentlich immer im Gedächtnis hängen geblieben, dass der Marc sich eigentlich nie auf irgendwelche Sendungen vorbereitet hat, in letzter Sekunde in die Sendungen reingeflitzt ist und darunter dann meistens die Anwesenden in den Sendungen zu leiden hatten. Ich mir das dann nur sehr amüsiert von der Seite heraus angucken durfte. Das ist mir so am Aufwand. Finde ich super, dass du mir mal wieder sowas von in den Rücken fällst. Highlight, weißt du? Highlight dieser in letzter Sekunde in die Sendung flitzen und dann zu behaupten, er hätte noch so viel zu tun gehabt. Sache war dann, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube 4 Wochen oder so, da hatten wir einen Comment von einem Zuschauer im Comment-Bereich, der sagte, Marc, bist du eigentlich auch der The Könner auf Party-Poker? Der um 19.50 Uhr gerade offline gegangen ist. Sagt dann auch tatsächlich alles. Und ich muss verwundert feststellen, normalerweise dachte ich dann, er tut tatsächlich auch in der Zeit vorher. Achso, ich dachte, du kennst die Geschichte schon, ich wollte ihn jetzt nicht bloßstellen. Nein, das hast du ja gar nicht gemacht. Du hast ihn jetzt gar nicht wirklich bloßgestellt. Also in der Tat nimmt das Pokerspielen ja doch den ein oder andere Minute bei ihm ein, aber da ist er ja nicht der Einzige, muss man dazu sagen. Manchmal findet man ihn ja abends in unseren Office-Räumen, da wird der ein oder andere Raum dann zum Pokern missbraucht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich habe gehört, gestern gab es dann einen, der relativ gut ausgesehen hat dabei. Was der regelmäßig relativ gut aussieht. Aha, ja, sagt man. Aber auch nur beim Pokerspiel, muss man sagen. Nein, aber in der Tat, wenn es um Highlights des Jahres geht, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, und ich hoffe auch allen unseren Zuschauern, ist natürlich die Games Convention 2006. Und das war für uns alle, ich glaube, das eindrucksvollste Event in diesem Jahr. 2500 Quadratmeter Standfläche waren das. Zwei Bühnen von Giga 1 und Giga 2 und permanent laufend gutes Programm, besonders für die E-Sports-Fans natürlich. Wir hatten dort den ENC, European Nations Championship, das große Finale. Ein Showmatch der Extreme Masters, das Kickoff der Pro Series Saison mit einem Intel Friday Night Game, wirklich randvoll mit richtig geilen Games und wirklich guten Games auch mit dabei. Definitiv, es hat richtig Bock gemacht, vor allem gibt glaube ich auch nichts Schöneres, wenn man die Spiele kommentiert, vor wirklich durchgehend von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends war glaube ich geöffnet, die Games Convention, durchgehend vor teilweise über 1000 Zuschauern zu sitzen. Also besser geht's, glaube ich, nicht. Nee, das war ein unglaubliches Erlebnis, muss man sagen. Und es fasziniert ja auch immer wieder, wenn man sieht, wie viele Leute tatsächlich E-Sports interessiert sind und wie viele Leute... Was er eigentlich sagen wollte, ist, es fasziniert mich immer wieder, wie viele Leute mich eigentlich kennen. Denn er ist natürlich permanent nach Autogrammen gefragt worden, kam dran, ich habe schon wieder ein Autogramm gegeben, er hat sich riesig gefreut. Ja, natürlich. Das ist nicht wahr. Es ist unglaublich, hier wird Giga E-Sports Elite ist eine Plattform, um über mich abzulästern. Hier die letzte Sendung noch einmal. Ich hab da noch einen. Da ist der Marc. Oh komm, das ist die letzte Sendung von Ja, ich habe da noch jetzt erzählt. Ich hab da noch einen. Games Convention 2006. Wir gehen übers Gelände. Dann er hat mir erzählt, ja, mich haben gerade eben schon davon drei Kids angesprochen. Ich so, kam schon etwas komisch vor, die ganze Angelegenheit. Wir gehen in die nächste Ecke. Drei Kids ihm, ey Buddy! Okay, der war aber schon älter. Der ist schon öfters gekommen. Das Problem ist, dass er immer wieder auf die Games Convention nochmal wiederholt. Ja, aber letztens war es, glaube ich, wo war es? Das Problem war, letztens war ich hier in der Maske und da waren einige Fans von Tim Feldner, unserem Gigamax-Moderator, mit am Start. Und auf einmal sitze ich da in der Maske, werde geschminkt und einer der dreien, ja, fragt mich dann also mit der Kamera in der Hand, ey Buddy, noch ein Foto? Ich so... Und er so, aber er reagiert immer gereizt. Also, ich bin Marc! Nimmt mich denn hier keiner ernst? Was sagt unser Quietsch dazu hier? Ich meine, relativ neu an Bord. Wie siehst du die Prominenz unserer E-Sports-Moderatoren hier in ihrer Entwicklung und vor allem Stand heute? Ja, also hat sich ja unglaublich entwickelt, kann man schon sagen. Also der Wicked Wednesday ist ja schon fast ein Phänomen in der Woche, so kann man ihn beschreiben. Und also ich denke, Marc und Jan haben sich da super eingefunden und in dem Jahr ist wirklich viel passiert. Also da kann man zurückblicken und sagen, der Wicked Wednesday hat sich von einem No-Name zu wirklich einem Muss in der Woche entwickelt. Das ist ein Schlagwort. Also ihr habt ja da auch, glaube ich, letztens sowas vor der Disco erlebt, was ihr mal gesagt habt, wo gesagt wurde, ja, ach, ihr seid doch vom Wicked Wednesday und direkt reingescheucht in die Disco. Na, Das stimmt aber wirklich, sowas in der Art. Um das Ganze nochmal zu unterstreichen, ich erinnere mich da, auch Games Convention 2006, ich glaube, er war gar nicht dabei, oder? Als wir, sind wir abends noch losgefahren, da waren diverse Leute aus unserer Produktion noch dabei, ich glaube der Marco von Games. Und da waren diverse Leute, der Nick, glaube ich, dabei und ich sitze am Beifahrerfenster und cruise durch Leipzig bei Nacht und halte so am Bahnhof an, frag so drei so Jungs, die über die Straße laufen wollen. Ich so, Jungs, wisst ihr, wo hier eine bestimmte Location, ich erinnere mich gar nicht mehr genau an Bounce. Den Namen.
Bounce. Wisst ihr, wie das Bounce ist? Und die also, nee, wir wissen auch nicht, wir sind aus Wien. Tut uns leid. Und dann so, wir wollen gerade so los. Und der eine wird stehen. Ey, dich kenne ich. Du bist der eine Idiot von Wicked Wednesday. Du bist der eine Idiot von Wicked Wednesday. Das ist vollkommen richtig, das finde ich. Aber es gab zwei Sachen, an die ich mich auch noch erinnern kann. Lufthansa, ja. Wir fliegen nach New York zur WSVG. Wir hatten ein wenig Übergepäck, was ich nicht berechnet habe. Und man sah es aus, wir waren zwei Personen und es waren 8 Koffer. Und eine nette junge Dame kam auf uns zu und meinte zu uns, euch kenne ich doch, ihr beiden. Wir so, tatsächlich, ja. Das hätten wir nicht gedacht. Ihr seid doch die von Giga. Mein Freund guckt euch an. Mein Freund guckt euch immer zu. Fantastisch. Und die war lockere, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber 35 war sie schon. Die war eher 28. Gut geschätzt. Und ich meine, du kennst ja Alter und so. Ich würde sagen, unser Platzwart ist fertig. Ja. Sollen wir loslegen? Weil wir haben nicht gesagt, eventuell können wir im Laufe der Sendung dann nochmal vielleicht auf 2007 zu sprechen. Das finde ich super. Ich würde sagen, wo wir schon so viel über 2006 geredet haben. Richtig. Ich würde sagen, der Tobi und ich, wir gehen jetzt einfach mal los. Ja. Und ihr könnt vielleicht noch kurz sitzen bleiben, könnt vielleicht noch analysieren, wie es dann gleich aussieht. Macht euch schön da drüben. Dann geht's los. War ein Aal, ne? Wir können eigentlich auch direkt aufstehen nach dieser Rede, die Mark Hoffmann noch kurz gehalten hat. Können an unseren Platz begeben. Ja, nach dir. Nach mir. Lieber Frogbender. Ich habe übrigens auch noch diese zwei Gewinne hier, die kann ich auch noch direkt mitnehmen. Denn wir wollen unsere Zuschauer ja nicht leer ausgehen lassen. Du kennst es ja, immer wieder diverse Dinge, die wir mit ins Volk bringen. Wenn du schon mal was mich natürlich ungemein stört, ist, dass du mal wieder an der Position an der Maus bist. Aber möchtest du lieber die Maus haben? Ja, normalerweise schon. Ganz gerne die Maus. Also ist mir eigentlich sehr wichtig, weil es geht ja da doch darum, dass man gerade in diesen doch teilweise recht hektischen Fights, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt sehr, sehr hektisch zugehen wird, dass man da die Übersicht behält. Und da ist mir das als wichtig, relativ schnell sprechender Moderator dann immer wichtig, dass ich dann auch ein wenig die Kontrolle habe. Du bist ja doch öfters auch ein bisschen im Hintergrund, gibst den einen oder anderen Spruch mit dabei. Ja, gerne. Also ich wurde schon recht häufig dafür geflamed, dass ich an der Maus eine Versager bin. Aber besser an der Maus als ein Versager. Obwohl, heute wäre es ziemlich wichtig, an der Maus zu bestehen. Das ist richtig so, ja. Also ja, die beiden Jungs wollen gerne Go-Go machen. Ja, würde ich auch sagen. Dann legen wir direkt los. Und wir haben hier tatsächlich Mark Hoffmann, AK Könner, hat nach wie vor Random ausgewählt und wechselt auch nicht auf eine spezifische Rasse. Wir spielen Wiesen, Wogen, Twisted Meadows, wie es heißt. Und wir haben Quiz, der in gelber Farbe antritt als Human. Also Human hat auch heute gegen dich trainiert, wenn ich es richtig erinnere. Er ist auch vor allem richtig gut. Ich meine, ich erinnere mich daran, im ersten Spiel dachte ich noch, komm, jetzt mache ich hier Micromanagement. Ging voll nach hinten los. Micro an, ja. Ja, dann habe ich Micro off und einfach rechtsklick schön immer auf den Arc-Match. Call Nova, Mana Destroyer, rechtsklick auf den Arc-Match. Dann Healing, Potion genutzt. Dann war er fast kaputt. Ich mit allem nochmal alles draufgesetzt, dabei schon meine halbe Armee verloren. Aber ich wollte einfach nochmal dieses Erfolgserlebnis. Dann so, als meine letzte Coil so angeflogen haben, der wäre hundertprozentig platt gewesen, hat vielleicht noch 50 Hitpoints, Level 3 Coil, kommt so geflogen, ich sehe sie schon eintreffen und dieses Pferd dann wieder, ja, und dann kam dieser Steph und zack, weg war. Meinst du, das war jetzt tatsächlich Micro von ihm? Ja, das war ein Bruchteil einer Millisekunde quasi, deinen Steph noch zu nutzen. Aber wie dem auch sei, lass uns ins Spiel zurückkommen. Und das Schöne, was ich hier sehe, ist, Mark Hoffmann als Human gespawnt. Und das ist nicht seine Stärke. Das heißt, wir werden das nächste Spiel zwischen uns wird auch ein Human-Human-Spiel aller Voraussicht nach sein. Wobei, ich wollte dir jetzt deine Strategie nicht zu nahe treten, aber könnte ja durchaus sein. Habe ich mich eigentlich darauf festgelegt, Human zu spielen? Hast du nicht darauf eingestellt? Ja, ich habe ja eben gesagt, ich tendiere dazu so ein bisschen. Ja, aber wo wolltest du dann doch nicht mehr? Ich meine, ich will dich da jetzt nicht unter Druck setzen oder so, ja? Also nee, mir eigentlich auch relativ egal. Ich würde mich auch dazu überreden lassen, einfach random anzutreten. Ja, ich möchte nur auch dazu bemerken, dass ich auch im Umgang mit dem Staff relativ gut performe. Da setze ich mich natürlich selber unter enormen Druck, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Da könnte natürlich die eine oder andere, ich sag mal, für dich vielleicht doch relativ deprimierende Aktion dann vielleicht auch wieder zutage treten. Nicht, dass das dann deine Moral heute... Unsere Zuschauer sind sehr kritisch, was Großmäuler, die vorher viel ankündigen... Das musst du ja an erster Stelle immer mitbekommen. Deswegen, ja. Kann ich da ein Lied von singen? Nein, jeder der Zuschauer weiß. Schnell hart geflamed. Jeder der Zuschauer weiß, dass ich da hier heute als absoluter Underdog ins Rennen gehe. Ja? Und ich persönlich erwarte mir da auch nicht viel, auch gerade gegen dich eigentlich, weil ich doch weiß, ich glaube, im Micro bin ich dir da nicht unterlegen, aber nee, was Maps und Strategien angeht, da ist einfach dein Erfahrungsvorteil sowas von riesig durch deine Tätigkeit natürlich. Während ich noch nicht mal weiß, welche Items jetzt noch droppen auf Turtle Rock. Ja, ich weiß nur noch, wo die Creeps sitzen und deswegen habe ich Turtle Rock dann auch freundlicherweise vorgeschlagen. Aber lass uns zurück zum Spiel kommen. Wir sehen in gelber Farbe Quiz und der hat sich eingebaut mit seinem Arc-Mage. Oh Gott, Skandal in der ersten Minute. Oh mein Gott. Okay, liebe Zuschauer, das war schon die erste spektakuläre Aktion. Er hat sich dann rausgebordelt. Er ist, glaube ich, etwas nervös, muss man sagen. Er spielt da an seinem Rechner im Büro, spielt sehr souverän. In der Tat. Jetzt zeigt er direkt Nervosität. Und es sieht nach einer Fast X
Engine? Nein, Fast Creep wird das. Fast Creep hier bei den Gnoll Wardens, während Mark Hoffmann ganz, ganz zurückhaltend hier zunächst mal das kleinste Creepset auf der Map creept. Hier wurde eine Farm zum Scouten mittendrin aufgebaut. Der Pien steht noch an der Farm, Nachlässigkeit hier von Quiz. Und was will Mark Hoffmann? Der will doch jetzt hier nicht das starke Creepset. Aber das will er auch nicht machen, wenn die beiden... Ich glaube, er hat nicht gescoutet, dass sein Gegner direkt neben ihm spawnt. Das wäre ein Desaster gewesen. Oder also er hatte hier schon die Miliz rausgerufen und hat sie wieder zurückgeschickt. Das wundert mich etwas. Er hat dann gemerkt, dass das vielleicht sein Untergang gewesen sieht jetzt hier, dass Close Posey seines Gegners neben ihm sitzt. Und hier wird auch gerade ein Tower aufgebaut. Das sieht Mark natürlich sofort auf den Tower. Jetzt wird die Miliz gerufen hier von Quiz. Der kommt auch wieder nach oben von seinem Creepset zurück. Und wir sehen, dass hier das Water Elemental das einzig angeschlagene Einheit bis jetzt. Also schön die Damage auf das Water Elemental gezogen. Quiz geht jetzt sofort auf das Water Elemental von Könner. Der versucht hier nach wie vor den Tower abzureißen. Wird repariert von Quiz. Sieht gut aus im Moment noch für Quiz. Kann den Tower wahrscheinlich halten. Aber jetzt die Worker reparieren nicht mehr den Tower. Wird er kicken können. Auf der anderen Seite wird jetzt hier das Water Elemental von Könner gekickt. Jetzt wird wieder repariert mit einem Worker nur. Die andere Miliz geht hier auf die Footman. Jetzt muss der Tower da fallen. Wieso schickt er nicht noch einen Worker mit dazu, ist mir unverständlich. Könner jetzt mit dem letzten Schuss auf den Tower. Tower ist down, schön gemacht hier von Mark Hoffmann, der ein Quiz hier nur noch zuschauen kann. Jetzt geht er in den Tech hinein, hinter Mark Hoffmann hinterher und der wütet hier mit seinen Footies. Das war ein schöner Harris hier an dieser Stelle von Mark. Zwei Worker konnte er ausschalten und den Tower abbrechen. Jetzt allerdings seine Footman eingesperrt. Sollte sich viel... Da kommt der eine noch raus und er ist auf der Jagd nach einem weiteren Arbeiter. Der hat kaum noch Hitpoints. Da sehen wir ihn. Mark sollte da Übersicht beweisen. Wir wissen, das ist nicht seine Stärke. Sieht er den Worker denn nicht? Wieso sieht er den Worker nicht? Versucht hier einen Footy rauszuziehen, klappt nicht mehr ganz. First Blood hier für Quiz. Wieso kickt er nicht noch die beiden Worker, die dann nur noch einen Schuss brauchen? Oh, jetzt ist er nachlässig hier mit seinem Archmage, versucht hier diesen Footman zu kicken, aber auf der anderen Seite verliert er dabei Hitpoints runter auf 30% Hitpoints, wird verfolgt von Quiz. Der hat hier einen Peasant relativ weit draußen, versucht mit dem Peasant jetzt hier hinterhältig den Footy zu kicken, klappt aber nicht. Aber er nimmt die Verfolgung nicht auf, weiter hinterher mit diesem Footman. Sehr schöne Aktion hier von Quiz. Ah, der wollte jetzt vielleicht, gibt er auf. Jetzt vielleicht Teil seiner Strategie, man weiß es nicht. Ja, Einschüchterung. Schauen wir zurück in die Base von Mark Hoffmann. Der ist im Tech auch bereits etwas weiter als Quiz. Also ich muss sagen, sehr, sehr schwach hier, das Early Game von Quiz. Also nach deinen Erzählungen hätte ich mir da schon wesentlich mehr erhofft. Und wenn ich jetzt höre, dass du gegen ihn verlierst, da und kein die Hoffnung Performance auf. Von Quiz, dann muss ich dann durchaus sagen, vielleicht habe ich da noch ein Scheibchen, was mir da hier bei dir rausschneiden könnte beim Spiel. Ich weiß es nicht. Ja, so, Powerbuild jetzt hier auf den Shop. Und Quiz macht Druck, geht rein mit einem angeschlagenen Footy. Finde ich ein bisschen riskant. Also der Footy hier braucht 2-3 Schläge von Mark und dann wird der... Mark will sich jetzt heilen. Heilt sich im falschen Moment, denn da kommt gerade die Armee. Zwei Healing Scrolls hat er sich gekauft. Fast ein Surround kassiert, zieht sich zurück in die eigene Base. Aber Quiz jetzt natürlich hier. Will sich jetzt hier den Footy abgreifen, rennt hinterher. Da steht der Arcane Tower. Schießt im Moment leider noch nicht auf den Archmage, sondern auf die Footy. Ist noch nicht in Reichweite. Jetzt geht er auf den Shop. Da wird die Miliz rausgezogen. Kein Worker zum Repairen. Es wird der Shop hier gleich fallen. Die Miliz geht jetzt hier auf die Footies. Einer nach wie vor angeschlagen, zieht diesen zurück. Mark immer noch in seiner Base mit dem Archmage gut aufgestellt. Also er hat hier gute Map-Übersicht und gute Aufstellung seiner Einheiten, die er jetzt hier im Moment zutage legt. Definitiv, das läuft bisher richtig ordentlich für Mark. Zumindest kann er diesen Harris abwehren. Jetzt verliert er den Footman bei einem schwachen Surround-Versuch. Den Footy wird da wohl noch zurückziehen können, schafft es diesmal, aber Quiz hier mit einem ganz, ganz schwachen Midgame. Hier werden Footies zurückgezogen, schau mal in seine Base, Tier 2 hat er erreicht. Es wird noch kein Hero geworden, er hat 1200 Gold auf seinem Konto. Was ist da los bei Quiz? Also er ist definitiv nervös, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall nervös, man sah es direkt an dieser Ich baue meinen Hero am Anfang ein Aktion. Da kommt man auf dem Weg zur Taverne, will sich da ein Second Hero holen. Wir sehen den Fire Lord bei Quiz, er setzt also auf Summons, da muss man Kaufmann schnell 2 Arcane Sanctum bauen. Aber auch Mark holt sich hier einen Nutula und das ist der Panda in diesem Fall. Ja, das hat er sich bei seinem großen Vorbild Mew abgeschaut. Ob Mark allerdings damit umgehen kann, mit seinem Panda. Double Arcane und beide im Powerbuild. Er hat genügend Holz, aber das Gold wird ihm ein bisschen knapp jetzt hier bei diesem Powerbuild. Da kann er nicht gleichzeitig sofort produzieren, so wie ich das sehe. Auch Double Arcane jetzt hier im Double Power Build bei Quiz. Also die Strategie identisch bis auf die Second Heroes, die sich hier unterscheiden. Jetzt kommt aber Mark sehr wieder. Gut getimt von Mark Hoffmann. Der Angriff kommt genau im richtigen Moment. Er hätte dazwischendurch mal eine Regen Scroll für seinen Archmage nutzen können. Im Übrigen beide Archmages noch immer Level 1. Also noch immer keine Experience hier für die First Heroes. Jetzt geht's hier mit dem Panda drauf. Da kommt die Miliz mit raus. Versucht hier wahrscheinlich auf den Archmage zu gehen. Aber das kann nicht reichen. 4 Milizen sind einfach zu wenig. Mark Hoffmann zieht sich zurück, sortiert sich neu und geht wieder rein. Schönes Ding hier. Da kommt ein Breath of Fire hinterher. Und der erste Person fällt. Der Archmage von Quiz ist übrigens schon Level 2 durch den Fast Creep ganz am Anfang. Quiz hat jetzt hier eine Regeneration Scroll genutzt, geht allerdings mit den sich heilenden Einheiten in den Kampf hinein. Also semi-schlaue Aktion, möchte ich auch fast ausrufen.
Nochmal Breath of Fire, der hätte besser sein können. Da muss jetzt der nächste Footy von Quiz fallen, während hier versucht wird, das Arcane abzubrechen. Erfolgreich von Mark Hoffmann. Und er baut immer wieder Druck auf hier, auf seinen Gegenspieler. Das macht er sehr, sehr gut. Denn auf der anderen Seite hat er jetzt die Zeit, natürlich weitere Caster zu pumpen. Und die Zeit nutzt er erfolgreich. Wird wieder versucht, das Arcane aufzubauen. Natürlich chancenlos. Hier, da fällt der nächste Footman. Und Quiz mit gerade mal 30 Versorgung spielend hier gegen auf der anderen Seite 42 Versorgung für Könner. Also ich sehe keine Chance, wie er das Spiel hier noch drehen kann. Ah, noch nicht entschieden, denke ich. Aber er müsste sich so langsam aus der Umklammerung befreien. Ah, fast der Two-Round auf den Panda. Er wird jetzt hier nochmal geslowt. Jetzt sind zu viele Summons da und Mark Hoffmann muss sich zurückziehen. Slow ist da. Geslowed. Bekommt er da den Town Portal? Er versucht zu blocken mit seinem Arcmage. Gibt ihm den Town Portal. Nur noch 63 Hitpoints. Der wird fallen. 9 Hitpoints und der Panda fällt. Und das gibt von seinem Vorteil doch einiges wieder her. Davon immer noch nicht wirklich viel Experience hier für den Human-Spieler Quiz. Der ist allerdings fast Level 3 mit seinem Arcmage. Und bei Mark Hoffmann sehe ich gerade so Level 2. Du hast recht. So, Mark revived seinen Hero auch nicht. Da fehlt im Moment das Gold. Ein Field Supply hat er. Baut, ja, da fehlt dann Farm auch. Ja, Powerbuild jetzt hier auf die Farms. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn einem da das Multitask fehlt. Aber das wird man bei mir gleich auch sehen wahrscheinlich. Also Farms nachbauen zu vergessen, ist durchaus ein sehr, sehr beliebter Fehler bei mir. Ja. Bei mir auch, gebe ich zu. Im Kampf Einheiten nachbauen. Was dann immer am peinlichsten ist, ist, wenn man zum Elites ruft, irgendjemandem dann aus der Base hinterherrennen und vergisst, die Worker wieder zum Gold zu schicken. Das sind dann die fahrlässigsten Fehler. Auch immer wieder gerne gesehen allerdings. Ja, richtig. Wir sind gespannt, was hat Quiz als nächstes geplant? Er schickt eine Scout-Miliz voraus. Ja, sehr weise Entscheidung. Ja. Ist mir auch noch nicht ganz so klar. Mark Hoffmann setzt zwar Expansion an im Midgame und das halte ich für einen Fehler, denn sein Vorteil ist nicht so groß, als dass er die jetzt durchziehen könnte. Sehe ich anders, um ehrlich zu sein. 48 Versorgung für Mark Hoffmann, 44 für Quiz. Und die Summons sind alle da. Hat Mark Hoffmann schon als Adept-Upgrade für die Priest-Sport? Nein, in Mission noch. Schauen wir mal in die Base, ob da erforscht wird. Ja, es werden beide Upgrades jetzt hier für die Caster erforscht, aber Quiz macht auch einen Fehler und er lässt sich jetzt zunächst mal aufs Creeping ein. Was macht denn sein Scout? Der steht hier nur und schaut, ob sein Gegenspieler creept. Auch sehr interessant, die Positionierung der Scout-Farms oben mittig. Ja, sehr schön. Da wird alles abgedeckt. Jeder Millimeter revealed auf der Map. Ja, da wird auch ab und zu fürs Scouten mal das ein oder andere Gold mehr ausgegeben und das kann sich durchaus lohnen. Sollte man mal irgendwann 8 Expendings haben, dann kann man durchaus so viele Scout-Farms bauen. So, Level 3 jetzt hier der Arcmage. Und ich glaube, auch dieses Creepset hier hat sich das ist nur genommen. Für Hoffmann. Hoffmann bewegt sich im falschen Moment nach oben, sieht, glaube ich, noch, wie Quiz runterläuft Richtung Expansion. In der Tat. Und das könnte ärgerlich werden. Ist das Adept-Training jetzt durch? Das Adept-Training für die Priests ist durch. Eine Stadt wird. Und er kommt da in einem ganz ungünstigen Moment, damit man Hoffmann alle Worker verlieren. Ich glaube nicht, dass er sich davon abbringen lassen wird. Sollte auf die Worker gehen. Dessen geht er auf die Base. Jetzt kommt Mark Hoffmann von oben, geht er sofort auf den Firelord. Aber die Expansion wird abgebrochen von Mark Hoffmann. Wird sich jetzt hier Quiz rausteleportieren, denn da wird er doch ein wenig blockiert hier von Mark Hoffmann. Breath of Fire nicht ganz so gut eingesetzt. Wir sehen hier den Firelord mit einer Potion of Healing. Der Arcmage allerdings ohne Town Portal. Kein Town Portal hier für Quiz. Focus Fire auf den Panda. Panda versucht zu flüchten, ist zu langsam, kriegt noch ein paar Hitpoints mit. 35 Hitpoints. Und der Firelord zu Laune sehr gut gemacht von Mark Hoffmann. Der kickt den Firelord von Quiz. Quiz sucht hier den Panda im Moment. Der ist zurück in der Base. Quiz immer noch ohne Town Portal. Ganz gefährliche Situation hier für ihn. Verliert da noch einige weitere Einheiten. Verliert da so ein bisschen die Übersicht. Kann allerdings jetzt auch wieder Caster von Mark Hoffmann kicken. Ja, ich verliere jetzt auch die Übersicht. Wer fightet hier gegen wen? Es sind die Footies, die hier gegen die Spellbreaker aufgestellt sind von Mark Hoffmann. Könner verliert währenddessen hier seine Caster der Reihe nach. Das hat Quiz gut gemacht. Keine Caster mehr bei Mark Hoffmann. Der spielt mit 47 Versorgung. Quiz jetzt mit 52 Versorgung. Der pumpt besser nach. Da fällt gleich die nächste Sorceress von Mark Hoffmann. Könner verliert die nächsten Footie. Jetzt kommen hier Worker von oben nach. Das ist mir auch noch nicht so ganz... Klar, was diese Worker bezwecken sollen, kann jetzt noch ein Spellbreaker ausschalten. 43 Supply auch nur noch. Hier steht allerdings auch schon Worker von Quiz. 41. Die holen noch zu diesem Gold. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das Puzzle fügt sich zusammen. Das Geheimnis ist gelöst. Also wir dürfen jetzt! Das, hör auf, dass das, wir dürfen dann nicht so viel sagen, es wird sehr peinlicher für uns. Da kommt er von oben, kickt direkt den ersten Priest und da muss auch eine Sorceress dran glauben. Also der Rückzug von Quiz hier misslungen. Ja, und jetzt sind sie wieder gleich auf, was es zu Playern geht. Schauen wir mal, was die Worker machen. Derweil Quiz jetzt hier mit der nächsten Scouting-Farm schön aufgesetzt. Die ist allerdings diesmal äußerst sinnvoll. Ja.
Da kann er gleich entdecken, dass Mark Hoffmann zusätzliche Einnahmen hat durch drei Worker, die Gold holen. Ja, und in der Tat, sie kommen wieder angelaufen, allerdings mit dem Gold auf dem Rücken. Hat sie also mit dem Gold wieder zurückgeschickt. Hat natürlich jetzt ein Problem. Wo baue ich jetzt die Expansion hin? Jetzt tritt Verwirrung auf, wenn man was kann. Alles ist zu. All diese Situation ist mir doch... Schau mal, was jetzt hier passiert. Ja, lässt sich nicht beeindrucken. Während hier noch die Verfolgungsjagd läuft, Quiz könnte jetzt einen Tower bauen. Könnte er in der Tat machen. Dann müsste man auch mal zumindest einen Elite ranholen. So, jetzt aber der Go. Level 4, der Archmage von Könner. Level 1 nach wie vor der Firelord. Level 3 hier der Archmage von Quiz. Surround versucht doch nicht etwa. Auf die Heroes, zieht sich alles zurück. Die Caster in der ersten Reihe, immer wieder falsch gemacht hier von Könner. Die Caster in der ersten Reihe ist einfach nicht gut und da jetzt fällt doch schon der erste Priest. Level 2 für den Firelord. So, und Quiz bleibt ja, der hier noch kratzt sich am Kopf und denkt sich, was mache ich in Observer-Position. Aber Quiz muss jetzt natürlich Druck machen. Er hat jetzt 52 Versorgung und er hat jetzt hier gleich ein mächtiges Problem, was Supply angeht am Hals. Wenn er diese Expansion, da kommt auch schon der Tower. Aber links jetzt natürlich viel zu spät. Was macht Hoffmann? Hoffmann in der Mitte, im Moment in abwartender Position, schickt jetzt anscheinend einige Einheiten zu seiner Expansion. Oh, er sollte sich dann nicht am Multitasking versuchen. Das könnte ins Auge gehen. Wo ist der Archmage von ihm? Der ist im Shop links. Kauft er ein, hat er ein Step of Teleportation und es geht wohin? Die Streitkräfte geht auch direkt zu da wurde er vielleicht ein bisschen zu nervös aufgrund des Scouting-Towers, dass er sich da 150 Gold aus dem Kreuz leiern lässt für einen Schickt jetzt hier sein Water Elemental auch, um selbst mal zu schauen, hat der Gegner da möglicherweise auch nichts mehr? Und Quiz, ich hätte fast vermutet, er nimmt da sogar noch ein paar Milizen mit. Er muss jetzt angreifen, er muss diesen Kampf eigentlich gewinnen. Sollte Mark Hoffmann diese Expansion halten können, dann sieht's richtig gut aus. 54 Versorgung Mark Hoffmann und 59 Quiz. Mark muss eigentlich alles jetzt in die Waagschale werfen. Wo bleibt da die Miliz aus seiner Base? Die muss jetzt kommen. Verliert ihr den ersten Footy? Die Miliz aus seiner Base muss jetzt nachkommen. Und Quiz zeigt jetzt hier schönes Micro, zieht jetzt die angeschlagenen Einheiten zurück. Der Panda sehr offensiv hier, rennt nach vorne, 650 Hitpoints nur auf Level 1. Noch ist er nicht im Focus-Fire. Könner jetzt mit 57 Versorgung, Quiz auf 59 und Quiz mit einigen angeschlagenen Einheiten. Das sind sehr viele Priests hier, die jetzt hier für Heilung sorgen bei Mark und die jetzt besser aufgestellt sind. Jetzt schnappt sich Quiz diese Priests. Da geht auch schon der erste Down. Jetzt kommt die Miliz hinzu, aber der Panda ist angeschlagen. Oh ja, und der läuft hinterher, hinter diesem Spellbreaker, steht jetzt hier ganz, ganz schlecht auf dieser Position. Da fällt der nächste Priest von Quiz. Undurchsichtiger Fight, Quiz mit den Spellbreakern gegen die Priests hier von Mark und dann müsste der nächste Priest fallen und das ist keine Heilung jetzt mehr für Mark Hoffmann. Der Panda ist auf Level 2 gegangen, allerdings nur noch 20% Hitpoints, wird jetzt hier verfolgt, noch nicht geslopt bis jetzt und da wird er nicht mehr rauskommen meiner Ansicht nach, die Spellbreaker hinterher, 100 Mana noch, kommt raus mit 100 Hitpoints. Und kann er das hier abwehren? Das sieht im Moment gar nicht so schlecht, also er treibt Quiz wieder zurück, der hat 60 Supply, Mark ist auf 54, aber die Expansion läuft im Hintergrund. Mark schaltet einen weiteren Priest aus. Das lässt sich alles... Oh, der Archmage gefährlich aufgestellt jetzt hier und da hätte sie fast zugeschnappt, die Falle. Wo aber läuft jetzt denn der Panda hin? Bewegt. Wo läuft der Panda hin? Das ist mir auch in der Tat ein Rätsel. Focus Fire auf Quiz Archmage und da hat er nicht aufgepasst. Ist es das gewesen? Das hält der Archmage von Quiz. Und das könnte hier die Vorentscheidung gewesen sein in diesem Spiel. Der Archmage ist down, der Firelord Level 2,5 und da kommt der Panda jetzt entgegen. Wird er den etwa abgreifen hier auf dem Weg? Na, ja, das ist Panda zu gefährlich. Ergreift die Flucht. Das ist ein grober Schnitzer, aber was macht Quiz jetzt? Was macht Quiz jetzt? Ein und Firelord. Von hinten fallen ihm die Creeps in den Rücken. War das eine kluge Entscheidung? War es nicht. Und der Firelord geht down. GG von Quiz. Mein und Mark Hoffmann gewinnt die erste Runde. Das gedacht. Da bin ich baff. Da bin ich in der Tat baff, dass Mark Hoffmann das noch rumreißen konnte. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht wirklich zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt das Gefühl, dass Quiz da hätte wirklich etwas reißen können. Aber dem Angriff von Quiz auf die Expansion von Mark Hoffmann, da war ich... Eigentlich der Mann, dass es sehr, sehr schwer wird für Mark, das zu halten. Aber Quiz, nicht überzeugt in diesem Kampf. Da waren ein paar schöne Highlights dabei in diesem Kampf. Ja, da hat sich gezeigt, er hat vielleicht wieder so ein bisschen ins Spiel gefunden und vielleicht ein bisschen die Routine jetzt ausspielen können. Aber insgesamt muss ich sagen, relativ schwaches Bild. Also ich hätte mir jetzt mehr versprochen, hat er erzählt. Ich auch, aber ich denke, da spielt auch so ein bisschen Nervosität mit rein. Mark Hoffmann ist eher gewohnt, hier zu sitzen. Und beim Quiz lief es da nicht so rund. Er wird bestimmt noch mal eine Chance kriegen bei uns im Studio. Wir suchen jetzt allerdings den Gegner für Mark Hoffmann. Und mit wir meine ich auch wir. Wir beide spielen nun den anderen Finalteilnehmer aus vorher. Machen eine ganz kurze Werbung, damit ich mein gesamtes Setup da schön ausbreiten kann. Dann gleich in Hochform auflaufen kann. Bis gleich. Bis gleich.
Als freundlicher Gewinner darf ich jetzt hier an dem Tisch sitzen, um jetzt gleich den anderen beiden zuzuschauen, die ja eben gerade eben saßen. Ich muss selber sagen, ich habe doch relativ gut gespielt, hätte ich nicht gedacht. Mir sind jetzt selber persönlich nicht viele Fehler aufgefallen. Ja, Pandan Brewmaster. Ich muss selber sagen, mich hat mein Spielstil sicherlich an einen meiner ehemaligen Spieler erinnert, und zwar an jemand geringer als Mew, glaube ich, oder? Also ein bisschen fand ich schon. Also ein bisschen hatte es was. Ja, mit der Fast Expansion und so, das war ja, da war einfach der Wurm drin. Schon am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott. Ach, wolltest du auch eine Fast Expansion bauen? Nein, 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 aber mit der, du meinst jetzt, ich meine jetzt das Early, das war ja völliger Scheiße. Aber ich wollte am Anfang eine Fast Expansion bauen, ja, und dann habe ich gesehen, dass sein Peasant da schon eine Farm gebaut hat. Dann dachte ich mir, das ist jetzt nicht so gut. Naja, auf der Seite hättest du wahrscheinlich auch keine Fast Expansion probiert, oder? Auf der anderen Seite, dort, wo du später die Expansion gebaut hast. Nö, ich wollte eigentlich genau dort eigentlich anfangen. Also ich hatte zuerst das kleinere Creepset gemacht, ja, und dann hatte ich gerade die Peasants so in Militia-Form rübergezogen, wollte schön anfangen, habe ich das gesehen. Dachte ich mir, vielleicht doch nicht, ja, habe ich es erstmal aufgespart. Jetzt warten wir gerade, tatsächlich Great Sam ist schon am Start, und ich höre, ja, wir haben tatsächlich Player-Sheet, deswegen, hier mal kurz das Player-Sheet. In diesem Fall Jens Hilgers, aka Great Sam heißt er, glaube ich. Ja, spielt mit einer Logitech MX518 und benutzt ein Steelpad Quick, glaube ich. QCK, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich sehe es zumindest von hier aus. Da ist er, für junge, freundliche Mann. Ja, und heute schon Geschäftsführer von unserem netten Fernsehsender. Auch mein Chef. Auch gleichzeitig derjenige, mit dem ich mein Büro teilen darf. Muss. Ja, wie man es sehen will. Ist ja mehr oder weniger auch eine Legende in Warcraft. Da hat er früher auf ESL-TV immer gekastet. Und selbst unser Dickerchen ist jetzt fertig. Hier jetzt auch das Player-Sheet von Jan Dominikus, aka Frogbender. Natürlich beim Clan Mausbots mal aktiv gewesen. Das darf man jetzt aussehen, wie man will. Ich weiß gar nicht, was für eine Maus er hat. Ich bin mir auch nicht sicher. Und ich weiß auch nicht, was für eine Tastatur hat. Irgendeine Logitech-Maus. Logitech MX 510, glaube ich, ist hier von hier aus zu sehen. Und auch eine super Tastatur von Microsoft. Was soll ich dazu sagen? Beide haben noch ein paar kleinere Problemchen. Ja, ich sehe gerade, Jens Hilgers rennt rüber. Der Jan ist ja auch mehr oder weniger nicht so kompetent, was Computersachen angeht. Ne? Ja, so hardware-technisch, also da schätze ich ihn jetzt nicht in die obere Spitzengilde ein, aber man weiß es nicht. Vielleicht macht er da jetzt auch noch irgendwelche Skills. Cheats. Ja, eben wurde gesagt oder gefragt, hast du mich gewinnen lassen? Möchten wir jetzt natürlich jetzt gleich mal hier... Nein, also ich meine, das Wunschfinale ist ja Jan gegen Mark. Das will ich ja selbst gerne sehen, aber nee, ich habe schon wirklich eben alles gegeben, aber wie gesagt, im Early, da war das war der Auslöser. Ja, ich glaube, das Mikro war dann auch einfach viel zu gut von mir, und ja, was soll ich dazu sagen? Kommt dann meistens, wir haben übrigens kein Internet, fällt mir gerade auf. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese beiden wunderbaren USB-Sticks hier, die ich in meiner Hand habe, ja, wie ihr die gewinnen könnt, 512 MB jeweils, ja, einer dieser beiden USB-Sticks, könnt ihr euch auch in einen USB-Adapter anschließen, dann habt ihr 1 GB. Wie lustig. Ja. Könnt ihr natürlich gewinnen. Ihr müsst einfach nur den richtigen Gewinner tippen. Einfach nur den richtigen Gewinner tippen auf giga.de. Dann seht ihr da eine riesengroße News. Und das ist die Hauptnews zu der heutigen Sendung Giga eSports. Und dort gibt es dann Forum-Threads bzw. Comment-Threads. Und dort könnt ihr einfach mal tippen, wer gewinnt. Jetzt ist es natürlich relativ leicht. Ich bin nämlich schon im Finale. Das heißt also, wenn ihr auf den Tobi tippen solltet, der jetzt links neben mir sitzt, dann könnt ihr höchstwahrscheinlich diesen USB-Stick nicht gewinnen. Ja, so viel sei gesagt. In diesem Falle, wir warten immer noch ganz kurz auf Jan. Der hat da irgendwelche komischen Probleme. Ja, selbst mein Chef ist da relativ verzweifelt, obwohl er normalerweise nur mit mir verzweifelt sein muss, darf, wie auch immer. Hier sehen wir die beiden nochmal. Jan Dominikus einmal verzweifelt. Er sagt hier, nee, er hat nichts gemacht. Ja, jetzt natürlich, Jan ist schuld. Ich glaube, und ich muss es ehrlicherweise zugeben, ich glaube eher dem Jens, ja, dass der Jan schuld ist. Es war ja lustig, ich habe es nämlich schon mal erzählt irgendwann. Ihr habt ja mal dem Jan in der Redaktion alle Desktop-Symbole einfach in einen Ordner getan, versteckt, irgendwo im Explorer, ein Foto von dem Desktop vorgemacht, als die Symbole noch da waren, ja, das als Desktop-Hintergrund gemacht, ja. Ja. Und Jan hat sich gewundert, wieso er keins von diesen doppelt anklicken kann. Er war verdammt sauer. Und in diesem Augenblick höre ich auch noch gerade, dass die Probleme wohl gefixt seien. Ich gucke immer noch mal hin, es ist alles noch nicht ganz sicher. Bevor wir jetzt gleich losstarten mit dem Spiel Great Sam versus Frogbender oder auch Jan Dominikus gegen Jens Hilgers, noch einmal eine kurze Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Bleibt also dran.
like to know who you really are. Just like a star. Mail a letter from so far, and I would like to know who you really are, just like a star. How bizarre. Don't give up and write a letter, sleep with her and make it better now. Don't give up and write a letter. London City is an automized star. London City is an automized star. Now we'd like to know who you really are. Just like a star. How bizarre. Welcome back heute hier zu Giga Esports Elite und zwar mit dem wunderbaren WC3 Esports Elite Netzi-Turnier. Ich glaube, so wurde es richtig announced, aber eigentlich ist es ja das Giga Worldwide Invitational Nummer 3, ja, das wichtigste Turnier der Welt. Einmal mehr, es ist ja mehr oder weniger eine Serie und einmal mehr geht es wieder um 2,5 Millionen Euro. Ja. Jens Hilgers hat einfach mal gesagt, eines meiner Monatsgehälter schmeiße ich einfach mal auf den aufs Parkett sozusagen, für mein Lieblingsspiel Warcraft 3, für meine Lieblingsmoderatoren und den Lieblingsredakteur, Tobi. Tobi, du bist ja letztes Alter schon raus, 2,5 Millionen, was hättest du damit gemacht? Einiges, denke ich. Also auf jeden Fall nicht mehr in der Redaktion gearbeitet, oder? Na, wer weiß, macht ja viel Spaß, aber vielleicht hätte ich dann... Das ist eine super Antwort. Ich meine, ne? Es ist ja so, also es heißt ja King of the Redaktion, haben wir es ja irgendwie getauft, das war ja alles mögliche, Giga Cup und irgendwie Netzi Battle, da wussten wir ja selbst gar nicht mehr richtig, wie man das überhaupt titulieren kann. Und also, ich hätte, die Krone ist ja 2,5 Millionen Euro wert, die man gewinnen kann. Ja. Als King of the Redaktion, oder? King of the Redaktion ist eigentlich ein sehr schöner Name, wie ich finde. Aber dafür müssen wir erstmal den anderen Finalteilnehmer neben, genau, mir herausfinden. Und der wird herausgefunden, indem wir jetzt dieses Spiel haben. Great Sam, aka Jens Hilgers, gegen Fogbender, aka Jan Dominikus. Und die beiden sehen wir jetzt hier gerade auch nochmal. Jetzt sehen wir in diesem Falle Jens Hilgers. Wir gehen also direkt ins Spiel hinein. Und das Lustige war ja, dass ich auch gerade jetzt gegen Jan trainiert hatte auf dieser Map, auf Turtle Rock, und er auch undead war, ich human. Und der Jan hat sich so gedacht, ach, ich überrasche mal den Quiz und baut zwei Crypts und macht dann Ghoul Rush am Anfang mit Licht als First Hero. Das ist natürlich sehr überraschend. Nochmal für alle zur Information, Samuel in Rot ist Jens Hilgers und in Gelb in diesem Fall Jan Dominikus, aka Frogbender. Ich habe mir übrigens auch schon überlegt, wem ich diesen, übrigens nennt sich Jan El Comandero, ne, wem ich diesen Sieg dann hier widmen werde, falls ich hier gewinnen sollte. Wo, dem ich ja, diesem Sieg bin ich jetzt ein Stückchen näher. Gott, wäre das lustig, wenn jetzt hier auf einmal Jan verlieren würde. Also da würden viele lachen, denke ich. Also gegen Jens habe ich bislang ein einziges Mal verlieren müssen. Gott, war das peinlich. Aber ansonsten immer gewonnen. Und Jens spielt ja gar nicht so schlecht, wie ich finde. Macht jetzt erstmal schön Fast Creep. Naja, aber das dauert ein bisschen zu lange. Das heißt, die Militias haben sich gleich schon wieder transformiert in Peasants. Und da kommt auch schon wieder der Death Knight, der hier natürlich ordentlich harassed mit den Skeletons in der Base. Aber Jens hat ja auch schon den Arcane Tower im Bau. Also bald hat er auch ein gutes Mittel dagegen. Müssen wir mal schauen, was macht er hier jetzt? Arcane gegen Death Knight. Da wird schön auf jeden Fall die XP hier weggeklaut. Phil ist jetzt am Start. Weitere XP. Das ist ja eigentlich als Human das Schlimmste, wenn man geharassed wird am Anfang. Schön, dann kriegt er nochmal die Militia raus. Ist jetzt natürlich ein Problem. Hat eigentlich nicht genügend Gold, beziehungsweise Holz. Schauen wir mal, Tech ist fast durch. Angefangen. Hier ist der Tech übrigens später. Das ist eigentlich ein herber Nachteil, wenn man an den spielt hier
gegen Human. 25 Supply auf der Seite von Jens Hilgers, baut einfach nochmal einen zweiten Tower. Das ist nicht so normal. 22 Supply auf der Seite von Jan Dominikus, der jetzt erstmal ein Graveyard baut, um dann höchstwahrscheinlich gleich anzufangen, des ersten Slaughterhouses am Start zu haben, um damit dann wiederum Destroyer den Human angreifen zu können. Jens, du hast hier noch einen Footman, den du vielleicht einfach mal mitnehmen solltest, um ihn mit in den Fight zu ziehen. Macht er in diesem Augenblick. Ja, Jens will natürlich jetzt Stufe 2 erreichen mit seinem Archmage. Aber das macht halt Jan gut, dass er hier ständig Druck ausübt. Aber hat eben gedacht, ach, da hinten vielleicht bei den Gnolls creept der. Und da war dann, na, Fehlanzeige. Bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich jetzt. Er hat noch 79 HP, konnte er sicherlich mal eine Call lassen. In Powerbuild. Diese Lumbermill und auch diese Blacksmith wird jetzt gleichzeitig gebaut. Bisschen komisch, ja. Powerbuild ist nicht normal. Ja, es ist auch, was jetzt ins Auge fällt, dass Jens wirklich als Oldschooler ja bekannt ist. Und deswegen spielt er jetzt hier, glaube ich, auch Rifleman ja. Mit Castern und so weiter, was man normalerweise aktuell nicht gegen Undead spielt. Und jetzt der Creepjack in diesem Augenblick. Jan hat tatsächlich herausgefunden, wo denn Jens sich jetzt auffällt. Und er sieht das dann in diesem Augenblick. Keule, schön, finisht hier das Creepset. Und was findet er? Sand Reward, sollte er vielleicht trotz alledem noch einfach mal mitnehmen. Rennt jetzt hier hinterher, der Jens. Bringt eigentlich nicht so viel. Ja, muss jetzt den Death Knight natürlich attackieren. Muss man immer parallel machen. Mit den Footies ein bisschen den Death Knight unter Druck setzen und dann mit dem Water Mantle und vielleicht noch einem anderen Footie und dem Archmage creepen. Schön, jetzt geht er direkt auf den Death Knight tatsächlich. Beziehungsweise erstmal auf die Skeleton Minions, das ist genau richtig. Ah, den staubt er sich jetzt auch ab. Schön, und Level 2 auch noch für Jan Dominikus. Jetzt wird Jens Hilgers natürlich extrem sauer. Kündigungen sind schon geschrieben eigentlich für uns beide. Eigentlich nur für den Jan, denn Jan gewinnt ja nur, das ist das Gute daran. Ersten Ghoulie jetzt mit am Start, 26 gegen 25 Supply. Und der Jan fängt jetzt an, tatsächlich auch hier zu creepen zu gehen. Ist ja jetzt auch schon Level 2. Jens Hilgers auch schon Level 2. Zweimal Slippers of Agility gefunden. Und jetzt hier kommt der erste Guard Tower an Start. Schauen wir mal, Tech ist fast durch. Hier ist der Tech tatsächlich schon durch. Und der MK als O-Schooler, ja, sollten wir ihn tatsächlich sehen. Muss sein. Second Hero. Somit klar beim Human. Weiteres Creeping ist doch jetzt eigentlich erforderlich, wird wohl höchstwahrscheinlich hier hingehen. Schauen wir mal hier hin, was hat Jan Dominikus gefunden. Muss jetzt hier einige Units zurückziehen. Von dem Supply hat Jan sogar noch einen kleinen Vorteil. Das Problem ist eigentlich, dass er momentan nicht genügend Farmen hat. Das ist ja immer so die Misere des Humans, dass man immer ganz viele Farmen bauen muss. Und übrigens auch harter Nachteil in Sachen Holz. Jetzt baut der Griffin Avery. Das ist extrem oldschool und es wird höchstwahrscheinlich mein lieber Jens auch nicht klappen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Findet hier Lightning Shield. Wand of Lightning Shield. Jan 28 Supply. Jens 32 Supply. Hat hier aber schön Defend ausgebaut. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso, weil er wird es höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Es sei denn, er spielt jetzt irgendwie Fiends oder so, der Jan. Ja, vielleicht irgendwie schon präventiv da irgendwas gemacht. Er versucht vielleicht mit den Riflemen irgendwie gegen die Destroyer zu countern und dann mit Griffins alles am Ground wegzuputzen. Aber ich meine, die Riflemen, die sind halt relativ schnell down. Wenn da jetzt mal so eine dicke Abo draufhaut. Und ein Griffin, Avery. Jens, da hättest du mir lieber nochmal ein Replay reinziehen sollen, glaube ich. Jetzt tatsächlich relativ nah beieinander gecreept. Creeping hier. Goblin Shops natürlich sehr wichtiger Spot. Oh, das ist mies. Also, wie viel er da jetzt verliert, tatsächlich gut verloren, Jan Dominikus. Ätzig. Ja, der guckt auch schon ein bisschen grimmig. Level 3. Und findet Lightning Shield. Das ist natürlich sehr schön. Level 3 jetzt aber auch hier für den Archmage. Was findet er hier? Rune wird zwar Oberlasse und natürlich Close of Attack plus 9. Macht er sehr schön hier mit Defend Footman. Kann tatsächlich hier alles einfach mal so wegcreepen. Ohne jegliche Probleme. Und 35 von 36 Supply geben ihm da recht. Jetzt kommen die ersten Hawks. Ja, auch die Schildkröten verteilen ja Stichschaden. Also ist doch gar nicht so eine schlechte Idee. Zum Creepen auch Defend Upgrade sehr nützlich. Lich am Start. Tech auf Tier 3 sollte jetzt eigentlich schon fast durch sein. Sehen wir jetzt auch. Ersten Statues sind am Start. Jetzt muss ich jetzt tatsächlich überlegen, was macht der jetzt dagegen. Ja, baut jetzt hier erstmal ein paar Griffin beziehungsweise Dragonhawks. Und der sollte bemerken, dass er eigentlich gar nicht mehr genügend Supply bauen kann, weil es fehlt ihm tatsächlich. Das alte Farmproblem. Ach Mensch, Jens. Das ist ärgerlich, wenn er das nur deswegen verlieren sollte. Archmage rennt jetzt hier alleine rein. Setzt vielleicht ein Sentry Ward. Und jetzt wird er geslowt. Das ist natürlich bitter. Er hat hier versucht, während des Techs die Aqualyten zu harassen, aber der Tech zu Tier 3 ist bei Jan schon längst vorüber und deshalb ist er hier ein bisschen alleine auf weiter Flur. Ja, ein bisschen sehr, möchte ich behaupten. Müsste jetzt eigentlich porteln. Er müsste porten, aber da kommt vielleicht jetzt ein Surround von Jan. Und der Surround, der sitzt, hat aber noch einen Top-Portal. Schön, schön. Lightning Shield benutzt. Oh. Was macht er denn da Muss jetzt? Ich beeilen jetzt. Er hat auch noch einen Staff of Teleportation gehabt. Er hätte das mal benutzen sollen.
Naja, sagt er da selber. Was soll man da machen? Hätte besser laufen können, das stimmt schon. Aber wenn es lübt, dann lübt's. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, irgendwie so ist ein kölscher Schnack, glaube ich. 40 Supply auf der Seite des Commanders, 38 auf der Seite von Great Sam. Schauen wir einfach mal. 41, 40. Tech auf Tier 3 ist fertig. Mana-Pot bei dem Lich. Und jetzt kommt vielleicht der große Go, wenn er jetzt schon Frenzy-Upgrade erforscht hat. Hat er schon. Das ist mies. Also Frenzy-Upgrade ist richtig heftig. Aber da sind noch einige am Start, aber er müsste jetzt eigentlich auch noch ein paar Sorks machen. Also Sorks oder wenigstens Priest und hier ein paar Rifleman. Dann tatsächlich könnte ich ihm zutrauen, dass er hier tatsächlich irgendwie noch gewinnt. Ja. Aber ansonsten wird das hier richtig hart. Ja, vor allen Dingen auch kein Traumportal mehr. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn jetzt der Commander angreifen würde, dann... Nehmen wir ihn einfach mal, der Commander ist einfach lächerlich, finde ich. Das wurde jetzt an der Stelle nochmal festgehalten. Commander ist einfach der allerlächerlichste Begriff für Jan, den ich jemals gehört habe. Moppelchen oder sowas passen viel besser. Ring des Schutzes plus 3, ja, Ring of Protection plus 3 und Ja, ist ganz okay gegen Undead. Tomb of Agility. Jetzt kommt der Go von Jan und da, wo bewegt sich jetzt Jan hin? Er bewegt sich jetzt hoch, läuft dem Undead jetzt hier gerade vor die Flinte und dann muss er aufpassen, dass er jetzt hier keinen Surround kassiert. Vor allen Dingen erstmal kein Coil oder sowas, weil dann wäre er schon mal fast tot. Aber sieht gar nicht nur noch 20 Hitpoints beim Archmage. Da muss ich jetzt schnell eine Healing Potion kaufen. Oder am besten. Tut er auch, aber da hinten ist er jetzt eingesperrt. Oh mein Gott, Jens Hilger ist hier eingeklemmt. Was macht er da nur in die Sonne? Taumportal vielleicht kaufen. Taumportal macht er nicht. Ja, Archmage fällt in diesem Augenblick. Dafür jetzt aber 47 Supply gegen 42. Das ist gar nicht, sieht gar nicht so krass gut aus hier für Jan Dominikus. Ja, besonders schöner Hawk-Fokus auch auf die Destroyer. Und vielleicht schnappt er sich den jetzt hier mit so einer schönen Bolt. Dragonhawk ist gar nicht hier so schlecht als Wahl, weil sie sich in diesem Augenblick. Jetzt hier direkt gegen die erste Statue. Muss jetzt Mountain King gegen 5. 47 gegen 38. Alles zu Militias. Sehr nice. Müssen wir mal abwarten. Jetzt geht er hier nochmal schön auf die Statues. Die sind natürlich immer wichtig zu fokussen. Und dann kriegt er jetzt auch diese Statue down. Das wird dem Jan... Ja, 43 gegen 47. Also so eindeutig ist es nicht, wie ich finde. Wenn er jetzt einfach fleißig weiterbaut und er baut fleißig weiter. Ja, das ist ein schöner Mix. Also Flying Machines und Hawks ist eine Allround-Waffe gegen Undead. Ich weiß gar nicht, was er jetzt noch baut. Tanks vielleicht? Ich weiß es nicht. Also normalerweise Flying Machines gegen die Destroyer. Jetzt rennt er hier herum. Oh, wer fängt den Creepspot jetzt als erster an, ist die Frage. Beide also stehen Jens, sich hier Auge in Auge gegenüber. Jens kann ihn, nein. Tust nicht. Und wer hat den Mumm? Jens geht hier an diesen Creepspot und Jan, der freut sich natürlich jetzt. Creep checkt hier, aber schön weggebeutet. Das genau richtig gemacht eigentlich. Und jetzt hier zwei Destroyer, die haben eigentlich gar keine Chance gegen die ganzen Dragonhawks. Gerade jetzt muss Jens wieder zurückkommen, um wiederum zu creep checken. Das macht er jetzt in diesem Augenblick auch. Wunderbar. Er geht direkt drauf auf den ersten Schöner Feuer. Fokus. Der kriegt jetzt auch ordentlich was ab. Und da ist die erste Fiend als Counter gegen die Dragonhawks. Was macht er da? Oh, die kriegen ordentlich Damage. Geht schöner Volt extra auf die Fiend. Schönes Ding. Und das war's dann auch schon tatsächlich für diese vielen. Muss ich jetzt kurz zurückziehen. Er hat eine Nova kassiert. 46 gegen 47. Jan hat ordentlich viel Gold gespart, 1000 insgesamt. Und Jens baut jetzt hier einfach weiter. 47 Supply. Was baut er jetzt in seinem Workshop? Weitere Upgrades übrigens und hier, Flying Machines. Also genau richtig eigentlich. Ja, und jetzt, normalerweise wäre man vielleicht auf Tier 3, dann könnte man ein paar Knights bauen gegen die Fiends. Aber wenn er schön die Fiends rausfokust, dann hat er auch so eine Chance. Ohne Frage. Hätte ich gar nicht, er könnte eigentlich diese beiden Sachen einfach mal getrost verkaufen. Ja, es aber ist halt gegen Undead schon relativ wichtig, dass man mit dem Townportal rumläuft. Ja. Schauen wir nochmal, 52 Supply gegen 53 Supply. Geht jetzt hier weiter creepen. Und hier kommt der Creep-Check in diesem Augenblick. Jetzt geht's wieder direkt drauf. Jens macht doch einfach Go. Ah, da hat er wieder hier hat er wieder Instinkt bewiesen. Geht schön jetzt gemacht. Wieder schön auf die Statue. Aber Jan zieht sich natürlich auch zurück. Macht jetzt hier das Creep-Set zu Ende, finished ist. Hätte vielleicht eher lieber draufbleiben sollen. 56 gegen 54. Was sehen wir hier? Mehrere Flying Machines, ein Rifleman, zwei Rifleman. Bringt es eigentlich gar nicht mehr. Fokussiere dich nur noch auf Air, Jens. Da hast du tatsächlich noch gute Chancen. Ein Fight muss er letztendlich nur gewinnen. Dann kann es tatsächlich noch mal richtig gut für ihn aussehen. Aber ich glaube, er wird jetzt erstmal zu diesem Creepset gehen. Und sehen wir ja irgendwelche Militia oder so. Das könnte natürlich alles
mehr oder weniger deuten lassen auf eine Expansion. Level 2 Lich im Moment noch. Ja, Level 3 Lich ist natürlich sehr, und sehr, sehr und er geht wichtig. Tatsächlich auf Blizzard. Also das ist richtig hart. Ah, schön gegen die Fiends. Auch ein guter Counter. Ah, das ist schon extrem hart. Allure's Flute of Accuracy. Oh, super. Wunderbares Item. Wunderbares Item. Da hat er so den Jackpot gefunden. Weil das gibt sowohl den Hawks als auch den Flying Machines einen Angriffsboni. Und auch den Castern und auch den Rifleman. Und auch dem Archmage selbst übrigens auch. Das auch noch. Also wirklich so ein unglaubliches Item. Boah, wäre das lustig, wenn der Jan hier verlieren würde. 58 Supply auf der Seite von Jens Hilgers, 63 auf der Seite von Jan Dominikus. Und der hat jetzt nur noch 4 jetzt am Start. Wäre schon lustig. Jan Dominikus kommt schon ein bisschen ins Schwitzen, muss man sagen. Ja, ich sehe es auch schon von hier aus. Dicke schwitzen schneller. Ganz wichtig. Und was halt wirklich schlau ist, muss man sagen, von Jens, dass er wirklich diese entscheidenden Creep-Spots macht, um immer wieder diese Watch Awards abzugrasen, damit er eine sehr wunderbare Map-Control erlangt. Tatsächlich, das stimmt. Jens sollte jetzt vielleicht mal versuchen, sich tatsächlich mal ein Town-Portal einzueignen. 3, fast 4. Er hat nur 230 Gold. Jetzt muss er sich beeilen. Jens, wie wär's? Bleib beim Shop. Die Streitkräfte eines Spielers werden eine er hat sein Town-Portal auf dem Mountain King gehabt. Oder vielleicht gerade noch schnell gekauft. Und jetzt geht's los. Was macht er da? Geht direkt drauf. Jetzt ist die Frage, Jan nimmt den Battle an. Jetzt kommt der erste Bolt. Wie sieht's aus mit den Destroyern? Die haben sich jetzt noch einmal kurz gesammelt. Erster Destroyer geht in diesem Augenblick down. Jetzt nochmal schön. Wunderbar, der Blizzard in die Laufrichtung der Fiends. Super gemacht. Nochmal die Healing Scroll eingesetzt. Das geht jetzt noch weiter. Jetzt muss das eigentlich noch weiter gehen. Direkt weiter auf die nächste Fiend. Wir schauen mal 57 Supply gegen nur noch 52 Supply in diesem Augenblick. Jetzt geht's weiter auf den nächsten Destroyer. Nächster Destroyer geht tatsächlich down. Und da kommt nochmal der Blizzard. Wunderbar reingemacht. Und tatsächlich noch einmal eine Call, die im letzten Augenblick tatsächlich nochmal diese Fiend rettet. Aber nochmal der Go jetzt hier. Die geht doch. Und der nächste Destroyer stirbt hier. Was ist denn hier? Oh mein Gott, los? Was ist das denn? 45 gegen 53 Supply. Hat er noch ein Boot? Hat kein Boot mehr. Nova Call direkt auf den Mountain King. Bald ist er Stufe 5. Und er pickt sich hier immer wieder mit dem Bolt einzelne Fiends raus. Geht jetzt direkt auf den Lich, glaube ich. Hat sich nochmal Inward Potion gemacht. Was macht er da? Und der Lich! Im letzten Augenblick. Inward Potion nochmal gezogen. Aber das sieht sehr schlecht aus. Der MK geht down. Der MK geht down. 45 gegen 48. Jetzt geht aber, diese Fiend muss sterben eigentlich. Jetzt macht Jan Dominikus nochmal einen Fehler. Bleibt hier kurz stehen. Fiend stirbt. Gleich ist es hier abgeklungen. Jetzt muss er aufpassen. Der Lich. 52 Hitpoints, dreht sich nochmal um und kassiert eine Gold. Wunderbar. War das knapp. 42 gegen 53. Und Expansion ist im Bau. Das ist natürlich perfektes Timing. Der Undead ist jetzt gerade hier ein bisschen... Jan ist jetzt gerade auf dem Rückzug und hat da jetzt gerade eine Schwäche. Und diese Situation nutzt jetzt Jens aus, um eine Expansion zu bauen. Gutes Timing. Was macht er da jetzt? Muss tatsächlich nochmal weg. Hat er keine Chance, aber jetzt muss ich jetzt auf jeden Fall weg. Also das würde gar nichts mehr bringen. Ja, sollte lieber zurück, Scroll of Regeneration und dann zieh dich zurück, bringt eigentlich gar nichts. Nee, zieh dich zurück. Was machst du denn da? Die Streitkräfte eines Spielers werden weiterer Dragonhawk geholt. Aber das bringt gar nichts. Jetzt nochmal Nova, Coil, alles mögliche da rein, aber es bringt eigentlich nichts. Also die nächste Nova wäre komplett vernichtend für Jens. Und er macht's richtig, er zieht sich, glaube ich, komplett zurück. Heidewitzka, was für ein Spiel, 57 Supply. Gegen 48. Ja? Und der, was er nicht weiß, der liebe Jan, der Jens hat jetzt schon in diesem Augenblick eine Expansion mehr oder weniger am Start, die auch sogar schon läuft. Er braucht jetzt noch hier zwei weitere Peons, jetzt kommen die ersten Tower. Zwei weitere Peons, dann ist sie komplett am Start. Und läuft auch richtig gut. Jetzt kauft er sich höchstwahrscheinlich nochmal eine Healing Scroll, schätze ich. Wir haben ja den Tisch von Jan hinten extra, einen Stahltisch benutzt, falls die Faust niederschmettert, wenn er verliert. Was ist unwahrscheinlich jetzt, möchte ich sagen. Na? Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, was macht Jan jetzt? Jan sollte ein paar Abos bauen oder MK so. MK ist jetzt am Start. Ja, das ist natürlich richtig bitter für Jan. Also wenn der MK wieder am Start ist, wird es richtig hart. Weil die beste Kombination ist ja mit den Fiends alles runterholen und dann mit den Abos drauf kommt und dann schon wieder. Ah, das ist richtig hart jetzt, aber alles angeschlagen mehr oder weniger. Jetzt geht's direkt auf den DK. Ich kann den DK in diesem Augenblick nicht sehen. Der ist aber schon fast tot. Holt sich im letzten Augenblick nochmal die Healing Potion. Mit der rettet er sich mehr oder weniger. Hat er noch ein Boot, hat kein Boot mehr in diesem Augenblick. Muss er sich zurückziehen. Und da kommt nochmal der Blizzard im letzten Augenblick. Und tatsächlich einer der Steuer ist nochmal down. 50 gegen 53 Supply. Nicht schlecht. Jens Hilgers konnte sich nochmal retten. Aber das Allerhärteste. Die Expansion steht einfach tatsächlich. Ja, die Expansion läuft und jetzt kann er natürlich aus vollen Rohren pumpen, gerade wo Jan sich hier mit einem Town Portal zurückziehen musste. Level 5 und
Level 5 Mountain King, jetzt geht's rund. Ja, Level 4 und Level 3, also ey, wenn Jan hier verliert, ne, dann lache ich ihn aus bis in alle Ewigkeiten und Jens Hilgers. Aber wenn Jens sich hier wirklich durchsetzen sollte, dann wird das allergrößte Weihnachtsgeschenk für ihn, weil eigentlich habe ich, weiß er selber, er hat wirklich schon lange nicht mehr gespielt, ja, und er ist eigentlich auch komplett raus und eigentlich ist er auch nicht so gut, muss man sagen. Aber das, was er heute hier zeigt, ist wirklich, also es ist nicht schlecht, ja, ist auch nicht EPS-Spitzenklasse, aber er macht schon richtig clever, muss man sagen, ja. Level 5 und Level 5, das ist sowas von hart. Jetzt geht's an die dicken Spots. XP kann er nicht mehr bekommen, dadurch, dass seine beiden Helden schon Level 5 sind, aber vielleicht findet er noch ein schönes Item. Karte jetzt hier nochmal ordentlich eingekauft, muss man sagen. Oh, die Wave haut er natürlich ordentlich durch, aber... Aber Level 5 MK ist halt das Allerheftigste, der 1000. Was hat er gefunden? Was hat er gefunden? Oh, der Junge des Mutes, das ist natürlich nicht schlecht, hat nochmal Town Portal eingekauft. Verliert einen Hawk. 48 Supply. Gegen 62. Aber das hat natürlich jetzt nochmal richtig bissig, muss man sagen. Hat er einen Taumportal dabei? Hat einen Taumportal mit am Start. Eine Stadt wird belagert. Soll ich jetzt schnell noch Hunde des Manas nehmen? Werden angegriffen. Damit er ordentlich Mana für seinen Mountain King hat, aber zieht sich jetzt hier lieber zurück. Also und er hat keinen muss eigentlich dabei. Direkt auf den DK gehen. Er kann nur direkt auf den DK gehen. Ansonsten hat er keine Chance. Jetzt baut er nochmal ein paar von den Dragonhawks. Man hatte doch keinen Taumportal. Doch, jetzt hat er es erst gekauft. Hatte vorher schon Taumportal, das weiß ich nicht. Oder Scroll of Healing. Jetzt kauft er sich eine Scroll of Healing und portelt in diesem Augenblick, glaube ich. Ja, jetzt portelt er in diesem Augenblick. Was macht er? Geht er direkt auf den DK? Er muss auf den DK gehen, ansonsten ist er tot. Ja? So viel sei gesagt. Da kommt der erste Bolt und auch der Destroyer ist jetzt schon mehr oder weniger Geschichte gewesen. Was macht er jetzt genau? Geht auf einen der Destroyer bzw. auf die Obsidian Studio. Wo bleibt jetzt hier der Bolt? Wo bleibt der Bolt? Bolt vielleicht auf den DK? Bolt auf den DK? Nö. Was macht er da? Nee, geht dafür. Da kommt nochmal ein Bolt auf eine Fiend. Geht dafür lieber nochmal... Ja, Fiend ist tot. Lol, sagt er da. Läuft hier mit ein Hitpoint-Units rum. Ja, gilt es eigentlich nur noch abzustauben. Ja, ja macht er. Das ist ja abgestaubt. 52 gegen 54. So jetzt wie beim Billard, eine Kugel 2 cm vorm Loch liegt. Da ist übrigens die Expansion von Jan, die jetzt auch läuft. Da könnte er jetzt Go machen. Da vorne. Schön, auch die gefinished. Ey, wenn der Level 6 wird, ne, dann ist sowas von Schicht im Schacht. 51 gegen 55 Supply. Hau rein, geh einfach drauf. Ne? Er hat jetzt nur noch 2 Hawks. Da ist er down. Finde ich relativ wenig. Aber der MK reißt alleine und da kommt der Blizzard wieder. Jetzt vielleicht ein Clap wunderbar. Noch ein schöner. Clap, hau einen Clap rein. Hat er nicht. Hat keine Mana mehr dafür. Aber sowas von hart. Ah, da gehen die 4 ins Laufen. Jetzt muss er auf seinen Arc-Mage aufpassen. Arc-Mage vielleicht nochmal einen Healing-Port. Nein, der Arc-Mage geht down, der Arc-Mage geht down. Was macht er da? Das ist das Problem, er kämpft hier auf dem Undead-Boden. Natürlich ist das jetzt besonders gut. 47 gegen 49 Supply. Er darf jetzt nicht überheblich werden. Muss jetzt wieder abhauen. Muss sich zurückziehen, er hat keine andere Chance. Zieh dich zurück. Ja, und Jan macht das nämlich jetzt, hat Fiends und Abos. Das heißt, er holt alles aus der R runter und knüppelt eisenhart mit den Abos drauf. Goldmine ist leer, aber auch bei Jan, muss man sagen. Auch bei Jan. Und die Goldmine... läuft nur mit einem einzigen Acolyte und das hat er noch nicht gerafft. Was ja nicht besonders verwunderlich ist, muss man sagen. 48 Supply gegen 50 Supply. Kein Arc-Mage mehr mit am Start, nur noch der MK. Das könnte ein Vorteil sein. Ja? Insofern, wenn der MK tatsächlich nochmal Level 6 wird, dann ist wirklich... Braucht eine Mana-Pot. Er braucht eigentlich hier Lesser Clarity Potion. Ja, das zumindest auch. Zumindest das. Er kauft sich, glaube ich, eher ein Townportal, wartet relativ lange, ne? Könnte vielleicht irgendwas verkaufen, wenn er der Junge des Mutes vielleicht. Was hat er jetzt gemacht? Arc-Mage ist jetzt schon fast wieder da. Hier kommt übrigens die zweite Expansion. Rennt jetzt rüber zur Expansion. Weiß ganz genau, Jan wird höchstwahrscheinlich hier gleich starten. Er baut jetzt nochmal eine Sorg. Das ist natürlich ohne Blizzard ist das doch jetzt schon ziemlich heftig. Weil so viele Hawks sind das nicht, um da wirklich den ganzen Ground wegzuputzen. Mal schauen, was er macht. Läuft hier schön in die Peasant Line rein. Ja, jetzt muss er Go machen. Also, jetzt sieht er aber auch selber in diesem Augenblick, dass das doch nicht mehr so clever war. Ja, das Problem ist, sind keine Destroyer mehr für die Flying Machines da. Das ist echt bitter. Wann wird er Level 6? Jetzt ist nur noch das Einzige, worauf er hoffen kann, ist Level 6 zu werden. Noch nicht Level 6, immer noch nicht Level 6. Kann hier gleich nochmal eine Potion nehmen. Sollte in diesem Augenblick die Potion nehmen. Und der Leech mit seinem Orb of Corruption. Der ist natürlich auch sehr, sehr stark gegen die Air-Units. Hier ist die Expansion fast durch. Wo bleibt der AM? Da kommt er wieder raus. Da kommt der AM wieder raus.
Bin gespannt. Die Expansion geht womöglich down. Ach, Expansion geht down von Jens Hilgers. Ja, jetzt geht er auf Hero Focus. Und er hat tatsächlich gar keinen Mana mehr. Das ist gar nicht so schlecht. Mana jetzt aber wieder. Der Descartes in diesem Falle kein Mana mehr. Zwar natürlich nicht dumm. Ah, 1 HP wieder. 8 HP. MK fast down. Level 5,5. 36 Supply gegen 53 Supply. Der Jens war schon mal ein bisschen im Vorteil, muss ich sagen. Und dann hat er es wieder leichtfertig verspielt. Ärgerlich. Ja, besonders jetzt mit den Flying Machines. Die sind halt überhaupt nicht effektiv jetzt. Erst auf Tier 3 kann man ja das Upgrade erforschen, dass die Flying Machines auch auf dem Ground schießen können. Eine Stadt wird belagert. Muss er abbrechen natürlich. 53 immer noch gegen 35. Er könnte Level 6 werden. Level 6 wird nochmal alles drehen, glaube ich. Er hat halt einfach immer noch zu wenig Mana. 102 Mana-Punkte beim Mountain King. Jetzt muss er zurück eigentlich. Und die Flying Machines sind im Moment wie Schmeißfliegen. Sind viele von da, aber machen keinen, können nicht stechen. Schöner Vergleich, finde ich. MK, MK. Healing Pot, ja, nutzt er nochmal. Zwei Einheiten eigentlich nur, die jetzt hier wirklich tatsächlich irgendwas ausrichten können. Ja, und die Hawks werden natürlich gnadenlos runtergeholt von den Fiends. Ich meine, was soll er da jetzt noch machen? Flying Machines greifen ja keine R an. Und jetzt hier nochmal wunderschön Blizzard mitten hinten rein. Aber der geht immer direkt dann auf den Arc-Mage. Oh, muss jetzt aufpassen. Klappt nochmal von MK, aber das... Bitte. Hallo? MK? Mountain King, holt er sich vielleicht nochmal einen Healing Pot? Holt ihn nochmal, schön. Hat aber keinen Mana. Und kann sich da auch keinen mehr holen, glaube ich. Müsste sich jetzt ganz weit in seine Base zurückziehen, aber da ist der Surround. Mit einem Ghoul hat er wirklich ein bisschen Glück gehabt bei diesem Surround. Falsch gecoilt, glaube ich. Oh, da geht der Arc-Mage down. Schade, schade, schade für Jens. Ja, ärgerlich, muss man sagen. Ganz knapp GG von Jens Hilgers. Und da haben wir den tatsächlichen Finalteilnehmer neben meiner Wenigkeit. Und das ist Jan Dominikus. Jan Dominikus gegen Marc Hoffmann. Das erwartete Duell, muss man doch tatsächlich sagen. Aber es war sauknapp. Es war richtig, richtig knapp. Und ich denke, ihr seid alle sehr gespannt drauf. Jan gegen Marc, das große Finale vom Giga Invitational Turnier Nummer 3, den Netzi Battle, dem Giga Cup, wie ihr es auch immer noch sehen wollt. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Bleibt also dran.
Welcome back, liebe Zuschauer. Ich bin noch etwas adrenalisiert, würde ich sagen, nach diesem Spiel. Du hast es als Zuschauer verfolgt. Jetzt bin ich natürlich sehr, sehr neugierig. Was ist da eigentlich passiert? Ja, also am Anfang, da dachten Marc und ich, wir waren schon insgeheim richtig fröhlich zu sehen, wie Jan sich auch später ärgert, vor allen Dingen, wenn er verliert. Und du hattest ja im Tier 1, Tier 2, hattest du alle Vorteile auf deiner Seite. Aber am Ende, wo dann die Tier 3 Units kamen vom Jan, mit den Abos, mit den Fiends und auch die Helden richtig stark wurden noch, mit dem Licht, der da vorne oben immer wieder seine Nova reingehauen hat. Also da sah es dann doch schon ziemlich schlecht aus. Aber Midgame, Marc und ich waren eigentlich 100% überzeugt, dass du das Spiel an dich reißt. Sehr, sehr ärgerlich. Nun, jetzt muss ich mich etwas neutral verhalten, denn wir haben jetzt das große Finale unseres kleinen Cups, den wir hier heute Abend gespielt haben. Und es haben natürlich, wie nicht anders zu erwarten, Jan und Marc in diesem Cup geschafft. Ja, böse Zungen munkeln, dass wir auch nur absichtlich verloren haben. Man weiß es nicht. Ja, es sollte ja eigentlich die Neuauflage des Burger Bashs geben noch vor Weihnachten. Viele Zuschauer waren etwas missstimmt, dass sie das nicht mehr sehen konnten. Jetzt könnt ihr es sehen, liebe Zuschauer. Es ist der Burger Bash Nummer 3 mittlerweile, glaube ich. Das müsste die dritte Ausgabe Nummer 3. Und es spielen Jan Dominikus gegen Marc Hoffmann, Körner gegen Frogbender, die altbekannten Moderatoren eures Wicked Wednesdays. Und wir sind natürlich gespannt, wie es jetzt hier aussehen wird gleich. Wir spielen Echo Isles als First Map und beide Spieler sind bereits auf der Map. Wir sehen Körner wieder unter Random gestartet und beide schreien Go, Go, Go. Ich würde einfach sagen, wir tun ihnen den Gefallen und drücken auf Spiel beginnen. Der Countdown läuft bei uns im Spiel und damit heißt es Echo Isles Human gegen Random und es wird sich in Kürze auflösen, was für eine Rasse denn gespielt wird. Und wir schalten auch hoffentlich in Kürze rüber ins Spiel. El Commandero hat er sich genannt, in gelber Farbe und es ist Jan Dominikus und er ist Human und sein Gegenspieler ist Marc Hoffmann, der erneut Human. Erneut Human, hat. Jetzt haben wir es ja mit den Human Mirrors. Also ich weiß nicht, ich denke Jan hat Human gewählt, gerade wegen der Möglichkeit, gut und einfach eine Fast Expansion zu errichten auf dieser Map. Ich meine, wir beide als Human-Spieler, wenn man das mal so sagt, wissen ja, dass es auf der Map relativ schnell und gut möglich ist, dort einfach mal runterzurennen und eine kleine Fast-Expansion zu errichten. Mal schauen, wie beide Spieler darauf reagieren und wer sich wirklich traut, dort etwas zu errichten. Ebenfalls interessant natürlich an dieser Map hier in der Mitte, die Taverne, an der man sich die Neutral Heroes jeweils käuflich erwerben kann. Wir werden sehen, ob die Spieler davon Gebrauch machen werden, ob es hier auf Echo Isles zu Neutral Heroes kommt. Auch das natürlich hier, ein Firelord auf einer Map mit relativ kurzen Wegen doch, wo man relativ schnell bei der Expansion und auch bei der gegnerischen Mainbase ist. Kann auch ein Firelord hier ganz, ganz spannend sein. Wir werden sehen. El Commandero mit gewohntem Base-Layout bei ihm, der Altar of Kings. Wir haben auf der anderen Seite ja, fast das gleiche bei Marc Hoffmann in roter Farbe spielend. Ja, macht er hier, beide machen so ein normales Building-Placement, also dass nur ein kleiner Gang frei ist, damit der Gegner dort reinschlüpfen kann und man jederzeit wieder zumachen kann und der dann da drin sitzt, wie in mehr der Falle. Oder weniger klein, würden wir einfach mal sagen hier. Ja, der ist dann für ein bisschen dickere Archmages auch gedacht. Hier, der hier dann eher ein bisschen kompakter gebaut, aber hier und da ein kleiner Durchschlupf wie hier beim Marc Hoffmann. Ja, Jan hat halt auch andere Kapazitäten, deswegen. Ja, ist eher fürs Grobe beim Jan, bei Marc. Dann kommt es auf jeden Millimeter an, natürlich mit diesem überlegenen Micro. Wir werden sehen, wie sich jetzt das überlegene Micro hier auswirken wird. Wie viel Zeit haben wir eigentlich jetzt? Wir wollen ja eigentlich ein Best-of-Three spielen. Im Notfall müssen wir es auf ein Best-of-One verkürzen. Haben wir eine Zwischenzeit? Wie viel Uhr haben wir? So in ungefähr. Gibt's ein Best of Three oder ein Best of One? Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die erste Map an. Ja? Also wenn du jetzt hier 40 Minuten, ich glaube, wir haben eben relativ lang gespielt, oder? Ja, also euer Spiel war schon relativ lang. Aber was natürlich dafür steht, dass es spannend war. Jetzt baut er hier doch ein bisschen, ich glaube, er baut es jetzt zu. Und ich höre, wir spielen ein Best of Three. Ich hoffe, wir kommen dahin. So, beide Spieler mit dem Archmage raus. Hier kommt das erste Water Elemental bei El Commandero, bei Jan Dominikus. Auf der anderen Seite ist es der Archmage für Marc Hoffmann Könner ebenfalls, der jetzt hier das Water Elemental gesammelt hat. Und das erste relativ kleine Creepset angeht, während der Jan Dominikus Jan hier relativ stark zulangt direkt. Der schnappt sich direkt ein sehr, sehr großes Creepset hier. Das kann man nur mit Miliz anfangs beaten. Könner scoutet das auch noch. Ah, der hat den der Creep hat sich, noch abgestaubt. Der hat sich hier nicht, der hat sich doch hier nicht etwa mit dem Peasant die Experience geholt. Unglaublich. Doch hat er. Das war nice. Und jetzt bewegt er sich auch erst gar nicht mehr. Er bewegt sich nicht mehr, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Dieser Pien hier, der klaut hier gerade die Experience. Da ist er wieder, aber jetzt hat der abtrünnige Zauberer gesagt, nee, mit mir nicht. Und damit hat der Archmage von Könner im Moment genauso viel Experience wie El Commandero, obwohl er nur das kleine Creepset gecreept hat, mit dem Peasant die Experience geklaut. Also das habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das erlebt man nicht oft, sagen wir mal so. Aber bei diesem Spitzenmatch, bei diesem Riesenduell, auf das ja die Zuschauer auch öfters warten, denn jetzt ist es richtig offiziell, da passieren solche Aktionen am laufenden Band. Ja, am laufenden Band, darf man sagen. Und wir warten auch jetzt wieder auf die nächste spannende Stelle. Keine Fast Expansion anscheinend bei beiden Spielern. Also von der Creep-Route her gesehen,
Sonst würden jetzt schon einige Militias von oben bei Jan runterlaufen. Das heißt, es müsste eigentlich etwas früher hier bei Mark Hoffmann zum Tech kommen, aber komischerweise ist der Tech früher bei Jan Dominikus. Es wundert mich etwas. Mark Hoffmann 610 Gold, 360 Holz. Also das ist natürlich schade für ihn. Er hat es jetzt verschlafen. 150 Holz, vor 150 Holz, wenn man das jetzt mal so als Zeiteinheit benutzt, hätte er schon den Tier 2 Tech anfangen können. Jan relativ gefährlich unterwegs hier mit einem stark angeschlagenen Archmage. Jetzt auch das harte Creepset hier von Mark Hoffmann hat sich hier direkt den Forest Troll Shadow Priest mit dazu geholt. Ja, das ist natürlich wunderbar. Mit dem kann man ja auch die gegnerischen Water Elemental dispellen. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass Mark durch diesen Spot Tier 3 erreicht, was natürlich für ihn wunderbar wäre mit Stufe 2 Water Elementals. Das gleiche dürfte aber auch gelten jetzt hier für Jan Dominikus. Der kommt sogar noch ein Eckchen früher jetzt hier auf Level 3 mit diesem Creep. Kein Tomb of XP. Hier wird wieder zurückgerannt. Schauen wir uns den Hero-Level hier auch bei Mark Hoffmann an. Ebenfalls, natürlich. Ja, so, Kopf an Kopf rennen. Ring of Regeneration gab's hier. Den kann man immer gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Das. Und jetzt schlängelt sich der Jan unten rum. Er will die ganzen grünen Creep-Spots hier abgreifen auf der Map und möchte jetzt hier wirklich schnell Levels bekommen mit seinem Archmage. Beide haben einen Verteidigungstower, einen Arcane-Tower in ihrer Base aufgebaut. Mark weiß natürlich nicht, hat Jan möglicherweise jetzt expandiert oder nicht. Und jetzt rennt er mit allem Mann rüber. Ihm entgegen kommt jetzt hier ein Forest Troll Shadow Priest und ein Footy. Sieht er nicht so, wie es aussieht? Ja, beide wussten nicht, ob der Gegenüber eine Fast Expansion durchgezogen hat. Deswegen ist Jan da auch unten lang gelaufen. Und beide werden jetzt mit Entsetzen feststellen, oh, keine Fast Expansion, wunderbar. Also so, und Jan macht jetzt Druck. Ist unterwegs in Richtung Base Mark Hoffmann. Hier wird noch getaggt. Mark Hoffmann sieht keine Expansion und... Oh, die Units bewegen sich jetzt zu weit weg. Portelt nur nach Hause mit seinem Archmage, während seine Units und... Was macht er jetzt mit den Units? Die schickt er in die gegnerische Base. Und das Lustige, er hat seine Base so zugebaut, also was wir vorhin gemeint haben, er hat diese ganz kleine Lücke noch zugebaut mit einer Farm. Das heißt, er kommt in seine eigene Base nicht mehr rein. Ah, hat er prima gemacht. Also wirklich voller spannende Momente dieses Spiel auch, ja? Also, es hört nicht auf mit Innovationen. Jetzt hier wunderbar seine Armee gesplittet, um in der Gegner schon am Base vom Jan noch ein bisschen zu harassen. Aber jetzt muss er aufpassen. Wird ja fast surrounded durch die Einheiten von Janomikus. Der muss sich auch in Richtung Heimat bewegen, denn der Harris hier von Mark Hoffmann sieht ganz gut aus, aber verliert jetzt hier auf jeden Fall einen Footman. Kommt noch irgendwie raus, aber hier kommt ja auch schon Jan Dominikus, da kommt der zweite Forest Troll Shadow Priest hinterher und jetzt sollte er seine Einheiten zurückziehen. Macht er dann auch? Muss er ganz, ganz schnell den Rückwärtsgang einlegen, denn da oben schon, aber beide, es gehen beide benutzen hier diese Mercs. Ja, und sehr intensiv das Ganze und Mark muss jetzt seine eigene Einheit erstmal heilen und ich wundert, dass er sie nicht einfach mal auf eine Stelle stillstellt, damit die mal geheilt werden. Jetzt kommt sein Second Hero, es ist der Panda und da kann er jetzt abgreifen, denn einige Einheiten hier von Mark Hoffmann sind im roten Bereich und da gibt's den ersten Breath of Fire gegen den Archmage, der ist runter auf 250 Hitpoints, läuft, bleibt stehen, Fehler von ihm, bekommt jetzt noch ein paar Schläge mit, was macht er denn hier? Bleibt nochmal stehen. Hat auch kein Town Portal. 120 Hitpoints, der Ring of Regeneration, der wirkt natürlich jetzt gut, dass er den eben abgreifen konnte. Und so gehen die Hitpoints hier deutlich schneller wieder nach oben. Diese und noch kein Second Hero beim Mark in seiner Base. Was macht er jetzt? Mein Gott! Dieser Archmage, Alter, das sieht mir nach totalem Kontrollverlust hier aus, verliert einen Footman, währenddessen versucht sein Archmage hier das Weite zu suchen. Er ist runter auf 90 Hitpoints, bleibt wieder stehen. Ah, das jetzt sind Suizidversuche. Jetzt kommt der Breath of Fire und, na, ist noch nicht mal nötig. Ja. Gott im Himmel. Der also, Wunsch wird ihm erfüllt. Das muss man jetzt nicht verstehen, liebe Zuschauer. Ist mir schleierhaft, was Mark Hoffmann hier macht. In seiner Base sieht man was ganz Normales, zwei Cane Sanctums. Weißt du, das ist so ein bisschen wie mit den Hochbegabten. Der Mark wird von seinem Micro einfach selber überholt. Ja, der hat so viel Micro an Bord, dass ihn sein Micro selber überholt und er dann nachher sich fragt, wie viel Micro habe ich da eigentlich gemacht insgesamt? Und das passiert hier öfters. Ja, er microt sich durch die Map und verliert dabei selber die Kontrolle durch seine Geschwindigkeit. Das ist so wie, wenn man Ferrari fährt und es nicht handeln kann. Ja, es kann gut möglich sein bei also Mark, was ich da vorhin erlebt habe. Das war ja auch schon fast so eine Überholungsaktion. Ja. Leider negativ für mich ausgegangen. Mal schauen, ob es in diesem Fall auch negativ für Jan ausgeht, der jetzt da unten einen relativ wichtigen Spot creept. Ja, Mark ist immer noch unterwegs mit seinem First Hero. Kein Second Hero in Sicht. Wir sehen Double Arcane. Ja, Mark hat sich Versorgung. Glaube ich auch gesagt, Human ist so mit seiner schwächste Rasse, wenn er random spielt. Da ist er, der Panda. 666 Gold für Mark Hoffmann. 3 Level 2 hier die Heroes, also Level-Vorteil im Moment für den Panda auf Seiten von Jan.
hat Sentry Wards gefunden. Ist natürlich ein sehr schönes Item auf so einer kleinen kompakten Map. Und jetzt wird hier solo gecreept mit dem Panda. Also immer wieder für Überraschungen gut heute der Mark. Ja, will natürlich diesen Helden relativ weit hochkriegen jetzt im Level. Setzt da unten vielleicht auch das Town Portal jetzt der Jan, der Sentry Ward, um die Natural Expansion natürlich zu überwachen. Und wo bleibt der Archmage von Mark? Der braucht hier noch seine Zeit. Jetzt hier Circuit of Nobility. Da haben wir auch schon direkt das Level up. Jetzt treffen vielleicht beide aufeinander, relativ angeschlagene Einheiten bei Mark, auch nicht so viel Supply, wenn ich das so überblicke. 46 Supply bei Jan. Da gibt's Drunken Haze, da kommt der Panda angeflitzt. Wo ist der Archmage? Jetzt kommt er jede Sekunde aus dem Altar of Kings, während jetzt hier Jan Dominikus ansetzt zum Breath of Fire. Allerdings wird er blockiert von seinen eigenen Einheiten. Man sieht immer, er markiert den ganzen Bildschirm und blockiert sich damit seinen eigenen Einheiten. Was passiert jetzt? Hier schön den ersten Footy gekickt, jetzt kommt der Archmage von hinten, möglicherweise in eine Surround-File hinein. Nein, da zieht er ihn zurück rechtzeitig. Hat sich jetzt erstmal eine Lesser Clarity Potion gekauft, um schnell wie möglich weitere Water Elemental sammeln zu können. Aber was bringt das mit diesen ganzen Dispel-Units hier auf der anderen Seite? Jetzt geht's hier. Panda gegen Panda und da fällt auch eine erste Sorceress. Und der Panda von Mark, 50% Hitpoints, nur noch 445 sind das an der Zahl. Hier ist ein geslowter Force Troll Shadow Priest, der müsste als nächstes fallen, hat nur 240 Hitpoints, fällt. Und da geht er nach vorne mit angeschlagenen Footmen. Warum macht er das? Rennt mitten durch die Einheiten seines Gegners, muss in die Surround-Zange reinlaufen. Aber das klappt noch nicht ganz hier für Jan Dominikus. Was macht der Archmage da schon wieder? Ist auch relativ riskant da unterwegs. Also, ich begreife dieses... Aber jetzt Surround gegen El Comandero, aber der schlängelt sich hinten noch raus. Schön gemacht. Ja, aber auf was für Kosten? Jetzt sind alle Einheiten angeschlagen hier. El Comandero wird das Town Portal ziehen, zieht das Town Portal, kann er vorher noch den Panda kicken. Noch ein Breath of Fire, da kommt der Breath of Fire. Oh, knapp gewesen, das waren 69 Hitpoints. Schade. Schöne Aktion hier von Jan Dominikus. Aber da hat Mark alles riskiert, weißt du? Der will dann auch immer seinen Gegner bloßstellen durch solche Aktionen, durch so ein Surround, um nachher zu sagen zu können, hast du den Surround gesehen? Ja, habe ich dich total geownt. Aber das kann natürlich genauso schnell auch in die Hose gehen. Währenddessen benutzt Jan Dominikus natürlich einfach die Routine. Während der Zeit hat er hier seine Expansion hochgezogen. Ja, das hat er schön gemacht. Immer Druck ausgeübt auf den Gegenüber und dann einfach zur richtigen Zeit aber mal eine lockere Expansion reingesetzt. Und das ist natürlich auch so der gewisse Überraschungsmoment. Aber da sehen wir auch schon bei Mark die Persons, wie sie sich nach unten bewegen, um auch eine Expansion zu errichten. Aber die läuft schon. Archmage Level 3, Panda Level 2 und zwei Healing Pots hat er sich jetzt mitgenommen. Jeder Hero trägt einen 400 Gold auf seinem Konto. Mark Hoffmann im Moment mit 48 Gold und 53 Supply. Also vom Supply her im Moment der Vorteil bei Mark Hoffmann, denn hier läuft eine Expansion mit einigen Peasants, während auf der anderen Seite noch keine Expansion bei Marco. Ist aber der Supply-Vorteil auch nur minimal. Schauen wir uns die Ausbildungsgrad an. Initiate Rank hier, also der unterste Rang im Moment noch für die Sorceress und der verlässt sich für die Heilung auf seine Force Troll Shadow Priests. Auf der anderen Seite Creepset. Hier sehen wir Initiate Rank die Priests. Er hat im Übrigen zwei Priests mit dabei. Die nimmt also nicht mehr die Forest Troll Shadow Priests. Jetzt kommt aber Go von Mark Hoffmann. Und der sieht jetzt hier eine Expansion. Währenddessen ist das Creepset hier gerade gefinished. Er hat genügend Hitpoints an Bord durch die Heilung seiner Priest und muss jetzt hier nach unten gehen, um sich zu verteidigen. Denn hier kommt Mark Hoffmann mit dem Level 3 Archmage, geht hier in die Pien-Line. Es sind einige Spellbreaker, die er mit dabei hat. Und jetzt wird's Micro vom Feinsten geben, liebe Zuschauer. Da kommt der gelb gefärbte El Comandero aka Jan Dominikus. Geht in den Fight rein, ziemlich weit nach vorne. Auf was möchte er sich zuerst konzentrieren? Verliert den ersten Priest, viel zu weit nach vorne geschickt. Ja, wir haben Stufe 3 Panda jetzt, auch bei Jan. Und da ist ein schöner Breath of Fire durch die ganzen Foodies durchgejagt. Viele Water Elements jetzt am Start, aber da hinten hat er natürlich noch die beiden Berserker, die immer wieder draufknüppeln mit ihrem Stichschaden. Da bewegt er nach hinten wieder rum den und Surround auf den Archmage. Surround, der sitzt mit dem Water Elemental, macht er in letzter Sekunde noch zu. Kein Tau Portal mehr. Da müsste er rauskommen, er hat einen Healing Pot mit dabei, nutzt den, kommt jetzt da raus. Also, wieder alles auf eine Karte gesetzt hier von Mark Hoffmann. Meiner Ansicht nach keine gute Idee, der Panda ist relativ low hier, kommt raus mit 200 Hitpoints, ihm hinterher 67 Supply gegen 53 von Könner, von Mark Hoffmann. Und ich glaube nicht, dass er das Spiel noch irgendwie rumreißen kann. Ich sehe da keine Möglichkeit für ihn, das noch in irgendeiner Form wieder zu drehen. Ich meine, er hat keine Expansion. Auf der anderen Seite läuft die Expansion hier von Jan Dominikus, von Jan und Mark mit geringer Supply, mit angeschlagenen Einheiten durch die Bank. Schau dir das an. Alles im rot-orangenen Bereich. Und jetzt Jan, der hält sich kurz, geht nach Hause, treibt ihn zurück und wird dann Go machen. Ja, also eine Expansion, eine Natural Expansion von Mark, da stehen wirklich die Peasants wie Statisten herum. Aber der rennt ja jetzt schön in die Base, versucht jetzt hier die Peasant-Line zu attackieren, aber auch gut reagiert wiederum vom Jan, der dann alle seine Peasants direkt in Militias umwandelt und raus aus der Base. Das ist natürlich jetzt die einzige Chance, ja. Der kann jetzt mal auf die Economy gehen, aber jetzt muss er das Town Portal nutzen. Sieht's auch sofort. Der Panda ganz in die hintersten Winkel. Und den Berserker hat er noch mitgekriegt.
Dachte, eine Spielers werden angegriffen. Was haben wir da unten an der Natural Expansion? Hat er schön gemacht, dass er jetzt hier zwei Breaker runtergeschickt hat. Shadow Priest, der rennt mir da was gefährlich durch die Gegend. Ja, ist toll, Shadow Priest auf Abwägen. Läuft nach wie vor erstklassig. Ja, und da kickt er sogar noch einen Peasant, aber jetzt möglicherweise Surround hier gegen. Ja, doppelt Surround vielleicht. Tat. Das war jetzt unnötig. Oh, da flitzen sie nochmal eine Seite raus. Einen wird er verlieren. Ja, die Breaker sind ja auch immer so ein bisschen glitschig, kommen die mir vor. Also die kann man schnell aus Surrounds entbinden. Der Archmage Level 3 noch immer bei Mark. Das heißt, Level-Vorteil auf der anderen Seite. Deutlicher Level-Vorteil. Level 3 der Panda, der ist noch Level 2 bei Mark Hoffmann. Der Panda hat im Übrigen den Ring of Regeneration bekommen. So, ja, und jetzt das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Und Jan geht jetzt vielleicht erst nochmal zum Shop, kauft sich vielleicht ein paar Scrolls. Scroll of Healing, gerade sehr schön mit den Breakern, dass vorne diese Breakerwand steht. Macht er auch. Invulpot noch an Bord. Claws of Attack. Aber auch Mark macht jetzt Go auf die gegnerische Base mit 54 Supply. Alle Caster noch immer Initiate Rank. Janomikus wittert hier eine Expansion, findet natürlich nichts vor. Hat er einen Town Portal? Hat einen Town Portal mit an Bord? Ein einsamer Tower. Aber ein Tower ist ein Tower und ein Peasant ist ein Peasant. Und insofern jetzt ein Gebäude und eine Einheit weniger für Mark Hoffmann. 53 Supply im Übrigen, Mark. 70 bei Jan. Das ist doch schon ein enormer Vorteil. Und jetzt kommt der Portal. Mark hat auch einen Portal dabei und den wird er auch relativ flott ziehen müssen, so wie ich das sehe. Sehr defensives Town Portal hier von Jan. Geht da ganz weit hinten in seine Base rein. Während Mark sich da rausschleicht und oben in Richtung Main Base von Jan geht. Hier wird getaggt derzeit auf Tier 3. Ja, Mark ärgert jetzt ein bisschen Jan, indem er da immer von einer Base zur anderen läuft. Ich weiß nicht, also er muss doch erkennen, dass das hier keinen Sinn macht. Jetzt taggt er auch auf Tier 3. Ja, mit der Expansion im Rücken hatte Jan natürlich einen enormen Vorteil. Also für jetzt geht's in den Fight. Aber Jan zieht sich zurück. Und kommt jetzt doch nochmal. Jetzt schön nochmal hier Drunken Haze in Verbindung mit Breath of Fire in die Priests, aber die heilen sich natürlich relativ schnell selbst. Und das sind 5 Priests an der Zahl hier bei Mark. Der geht jetzt ganz weit nach vorne mit seinem Panda. Level 3 zieht ihn jetzt zurück aus der vordersten Reihe. Klappt der Surround gegen den Surround, Panda. Der sitzt. Er hat aber einen Pot dabei. Er hat einen Healing Potion mit dabei und relativ viele Hitpoints jetzt mit 800 Hitpoints an Bord. Kann er sich da befreien? Den Healing Pot noch nicht genutzt. Jetzt muss er den Healing Pot nutzen. Nutzt den Healing Pot in dieser Sekunde. Reicht nicht lange. Kann einiges an Einheiten kitten. Der Panda von ihm fällt. Aber da ist einiges draufgegangen von Mark und einiges im roten Bereich. Ich glaube, das war den Trade-off wert, um ehrlich zu sein. Er kann sich mit seiner Kohle, er hat 1400 Gold, kann er sich den Panda locker in der Mitte wiederholen. Jetzt Mark Hoffmann viel zu offensiv. Rennt er fast selber in den Surround. Also erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Spell gegen Mio, als Mio auch die Expansion im Rücken hatte und Spell dann alles auf eine Karte gesetzt hat, indem er gesagt hat, so, ich gehe jetzt nur auf die Heroes und versuche jetzt so schnell wie möglich irgendwas zu surrounden und zu picken. Ja, und während hier der Fight läuft, müssen wir leider kurz in die Werbung rübergeben. Und sollen wir das Spiel hier pausieren? Geht das zwischendurch? Ich denke schon. Ja, können wir das Spiel hier pausieren als Schiedsrichter? Sag denen mal, sie sollen pausieren, denn wir möchten ja keine Sekunde verpassen natürlich in diesem Fight. Jetzt kommt gerade noch der Surround. Der Surround noch einmal, können wir noch kurz ein Spiel schalten, bevor er die Pause kommt. Das ist der, und da wird vor dem Surround, wird nochmal die Pause gedrückt. Da hat er jetzt natürlich noch Zeit, sich zu besinnen. Aber Leute, wir müssen abgeben in die Werbung, wir sind gleich wieder da. Und dann werdet ihr sehen, wie dieser Surround ausgegangen ist. Wird der Panda von Mark Hoffmann auch sterben oder wird er ihn noch irgendwie halten können nach dieser Pause? Ihr werdet die Antwort darauf gleich erfahren nach der Pause. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ihr habt es eben noch mitbekommen, da haben wir gesehen einen Surround von jede Menge Spellbreakern gegen den Pandaren Brewmaster von Mark Hoffmann. Und wir rekapitulieren nochmal eine Map, auf der im Moment Jan Dominikus in Führung liegt, mit einer Expansion, mit deutlichem Supply-Vorteil. Er ist sogar im Tech-Vorteil. Er spielt im Moment gegen Mark Hoffmann, der gerade den Panda von Jan Dominikus kicken konnte. Trotzdem nochmal in einer übermächtigen Armee spielt gegen zwei Heroes von Mark Hoffmann. Sollte dieser jetzt seinen Panda verlieren, sehe ich ganz, ganz Spaß, liebe Zuschauer. Wir werden die Antwort in Kürze erfahren, wenn wir continuen das Spiel genau jetzt. Und das heißt, die Auflösung sehen wir hier und der Panda fällt, liebe Zuschauer. Und direkt vielleicht auch noch der Surround gegen den Arcmage, aber der kommt noch hinten raus. Kommt da noch einmal raus. Und zwei Spellbreaker sehen wir hier im Moment. Zwei Spellbreaker von Mark Hoffmann. Auch die suchen jetzt das Weite. Aber Supply heißt jetzt 41 Supply für Mark, 66 für den Commandero. Und der dürfte jetzt sichtlich zufrieden sein. Und Mark investiert sein letztes Geld, um den Panda hier an der Taverne zu reviven. Und jetzt heißt es Defend, Defend, Defend in der eigenen Base. Und hier ist nichts. Hier ist und dann nichts. Auch noch der Tier 3 Tech. Normalerweise bleibt man ja auf Tier 2, um dann so diese Unit zu haben, um diesen Druck auf die Expansion auszuüben. Hier ist alles angeschlagen. Commandero parkt einige Einheiten strategisch sinnvoll vor der Base, verteilt sich jetzt ganz fies durch die Map mit einem Archmage vorm Shop, mit 27 Spellbreakern vor der Base von Mark Hoffmann. Da kommt ein Staff of Teleportation. Also jetzt will er aber wirklich alles wissen. Level 5 im Übrigen, der Archmage, mit Invulpot, mit Healing Scroll, mit Claws of Attack. Mit allem, was ein Archmage und eine Human Armee glücklich macht. Und Mark muss jetzt überlegen, was er macht. Hat man Town Portal auf seinem Panda. Aber das ist natürlich jetzt teuer, wenn man jetzt einen Town Portal nutzt, wo man ohnehin keine Einheiten, kein Geld hat, wenn man das wieder nachkaufen muss. Und insofern läuft er jetzt zu Fuß und da kommen immer wieder Einheiten nach hier bei Jan Dominikus. Was ist mit seinem Hero? Der wird revived und das dauert noch. Der Panda hat noch einige Zeit, die er hier ins Land geht, bis er wieder da ist. Das Problem beim Panda ist einfach gegen die Spellbreaker, der Breath of Fire bringt ja quasi gar nichts. Nein, der packt dann wirkungslos ab an den Spellbreaker. Und jetzt geht er hier mitten rein in den Falten. Da wird er auch Miliz rufen. Ruft Miliz, allerdings nicht alle zu Miliz rufen. Da gehen noch Pässe mit rein. Und der Surround von Jan Dominikus. Sofort der Town Portal hier von Könner. Der möchte es jetzt nicht riskieren, jetzt hier eine einzige Einheit, womöglich einen Hero zu verlieren. Jetzt zu den Waffen würde ich empfehlen. Das war doch noch eine gute Entscheidung, dass er das Town Portal nicht genutzt hat. Da hinten schön den Panda positioniert. Und er versucht alles auf eine Karte zu setzen. Möchte den Archmage haben. Das riecht allerdings Jan Dominikus. Und kann in der Zeit, wo hier nachlaufen mit seinem Archmage gespielt wird, einige Spellbreaker ausschalten. Wo bleibt die Miliz? Ruf doch endlich zur Miliz. Ruf doch zur Miliz und keine Worker. Aber jetzt schafft das doch noch. Invulpot genutzt jetzt hier. Da kommt ein Knight hinterher von Jan Dominikus. Und mit dem Invulpot läuft er rundherum. Und GG von Könner, liebe Zuschauer. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass dieses Spiel extrem spannend war. Und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich Jan hier bereits auf der ersten Map durchlädt. Die schlechte Nachricht, liebe Zuschauer, ist, wir werden nicht in der Lage sein, noch weitere Maps zu casten, denn wir sind bereits 20 Minuten vor Ende der Sendung. Das heißt, da geht nichts mehr. Wir werden anstattdessen ein kleines Resümee abfeiern, würde ich sagen. Mhm. Wir werden die Maps nochmal Revue passieren lassen. Wir werden mit euch, liebe Zuschauer, noch kleine Frage- und Antwortspielchen spielen, würde ich sagen, oder sowas in der Art. Ne, da sind wir ja Meister drin. Denn wir haben hier unter anderem noch USB-Sticks, hervorragende USB-Sticks. Wir haben jede Menge Giga-2-Accounts, die wir wieder rauswerfen. Ich würde sagen, damit machen wir gleich weiter. Wenn wir dieses Spiel jetzt nochmal gerade, da winken sie schon, ja, können wir mal gerade in den Game Room gucken irgendwie mit der Kamera. Da sind irgendwie die Kandidaten, die wollen sich da gerade bemerkbar machen. Ja, ich die weiß sind nicht, natürlich was sie heiß ausspielen, so kennt man wollen. Sie. Ja, also natürlich versucht jetzt, was will er uns sagen? Game. Geht in das Game rein, sagen sie uns. Machen wir noch ein Spiel also. Oh, und ich bekomme gerade ein gutes Zeichen von unserem Aufnahmeleiter. Das heißt, wir versuchen noch ein Spiel zu zeigen. Das muss natürlich ein sehr schnelles Spiel sein. Und aber bevor wir weitermachen, dann doch nochmal kurz jetzt ein ganz kurzer und schneller Werbeblock, um dann mit dem nächsten Spiel weiterzumachen. Bis gleich, liebe Zuschauer.
Welcome back zu eSports Elite am Donnerstagabend mit dem großen WC3 Cup. Und ja, wir haben dann doch noch ein kleines Bonbon. Ich dachte eigentlich schon, wir müssten absagen, beziehungsweise das Ganze beenden. Ja, keine Warcraft 3 Spiele mehr. Eine einzige Map nur zwischen Jan und Marc, weil wir eben anfangs ein bisschen viel mit der Rasenvorbereitungszeit quasi verbracht haben, bis ihr einen oder Zuschauer erinnern kann. Es ist nicht ganz so. Wir haben noch eine Map gestartet. Wir müssen sie möglicherweise frühzeitig abbrechen, man weiß es nicht. In jedem Fall schalten wir jetzt um in das Spiel selber. Denn Jan und Marc spielen, sie haben beide random genommen dieses Mal. Und deswegen sehen wir jetzt hier eine Undead Nachtelf Begegnung. Und als Undead gespawnt ist Jan Dominikus und auf der anderen Seite Marc Hoffmann als Night Elf. Und der creept jetzt hier auf Tyrina Stand mit dem Ancient of War am Goblin Laboratory. Ja, das ist natürlich eine schöne Variante und gerade auf dieser Map kommt man schnell durch diesen Spot am Goblin Laboratory und auch den ganz kleinen daneben direkt auf Stufe 2 mit seinem Held. Ja, genau, das exerziert er hier vor, während auf der anderen Seite der Undead, der ja berühmt ist für relativ späten Start der Heroes, relativ spätes Creeping, der braucht jetzt hier noch einige Zeit. Hier oben ein Scout Wisp, der bekommt natürlich mit, wenn hier oben gecreept wird. Ja, entweder das oder er dispelt einige Skeletons. Da kommt mir noch ein bisschen ungeübt vor, was Jan hier macht. Ja, zaghaft. Hat die Map wahrscheinlich noch nicht als Undead gespielt. Was genau macht jetzt hier dieser Ancient of War? Ist er sich sicher, dass er damit jetzt hier die Stups ausschaltet? Werden angegriffen. Ja, der Dämmhunter rennt natürlich jetzt nach oben, versucht jetzt so schnell wie möglich den Death Knight einige Mana-Punkte abzuzwacken. Ja, da kommt er zur rechten Zeit, denn hier wird gerade das große Goblin Lab Creepset gecreept. Mana Burn schlägt ein, 140 Mana, das reicht noch von Coil. Und direkt das Round, nicht ganz. Aufpassen, mein lieber Mann. Oh, und schnappt sich noch den Creep. Ja, Dominikus kickt jetzt hier seine eigenen Skeletons schon. Noch ein Mana Burn, aber trotzdem noch genügend Mana für einen Coil. Aber der Coil wird nicht investiert in diesen abtrünnigen Zauberer, sondern in einen seiner Ghouls. Und jetzt rennt er zurück zum falschen Zeitpunkt. Wer schnappt sich den Creep? Und der Creep ging auf die Seite des gelbfarbenen Spielers. Das ist Jan Dominikus. Jetzt endlich die Zange hier gegen den Demon Hunter. Aber der ist schon mit 625 Hitpoints unterwegs. Jetzt geht das Round auf. Ja, der gerade noch versucht, denn man hat noch gesehen, wie er den Mana Burn versucht sehr hat zu landen. Hier von Marc, der nutzt hier den Umhang des Schattens auf der anderen Seite jetzt am Goblin Lab Reveal genutzt von Marc Jan Dominikus. Das ist ja lustig, wenn Jan jetzt auch wiederum den Clock of Shadows nutzt. Das wird ganz, ganz knapp hier und er kickt den Death Knight von Mana Burn. Mana Dominikus. Burn. Acht Hitpoints im Nachlauf. 10 Hitpoints. Sehr, sehr schönes Nachlaufspiel hier. Aber warum geht er wieder nach vorne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein dummer Move hier von Jan Dominikus. Also da hätte er wirklich jetzt die gesamte Anerkennung des Tages sich verdienen können. Bei diesem wunderbaren Nachlaufenspiel, Fangenspiel hier um das Goblin Laboratory herum, habe ich selten in so schöner Form gesehen. Aber anstatt dann wegzulaufen, ja, und dann vielleicht den Finish den Ghouls zu überlassen, lässt er sich dann abschließend noch ausschalten. Also das hätte nicht sein müssen. Der Dämmlander rennt jetzt in die andere Base, ähnlich wie du auch bei deinem letzten Spiel mit Staff of Teleportation, versucht vielleicht einige Akolyten zu harassen. Ja, das war bei mir ein bisschen glücklos, muss ich sagen, ja. Dieser Harris, ja, ja. Der sah nicht so glücklich aus. Ja, gerade weil halt auch schon der Tech beendet ist. Normalerweise versucht man ja während des Techs den Gegner dadurch zurückzuwerfen. Aber am Ende des Tages diente es auch viel mehr, weil ich hatte Sentry Wards in dem Spiel gefunden. Und eigentlich wollte ich nur Sentry Wards setzen und dann gleichzeitig vielleicht ein bisschen harassen. Ja, deswegen war es nur halb so schlimm. Die Sentry Wards haben mir dann natürlich geholfen zu wissen, was baut er auf der anderen Seite. So habe ich mir jetzt gerade mal geschickt rausgeredet. Ne? Hat sich zumindest gut angehört. Und ziemlich dreist, was Marc versucht. Geht hier auf den Altar. Aber ich glaube, der Death Knight kommt noch rechtzeitig raus. Ja, und der hat dann gleich einen Coil parat, ne? Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger jetzt an Marks Stelle. Der hat zwar den Stuff of Teleportation, aber wir beide wissen ja, dass der Stuff nicht sofort wirkt. Hat sich den Panda wieder als Second geholt. Steht Panda, jetzt ja, eine gute Wahl gegen den Undead, wenn er später mit relativ vielen Gargoyles unterwegs ist. Also Marki wirklich sehr aggressiv ist unterwegs. Ja. Ist mir etwas zu gefährlich. Das ist halt jetzt alles auf eine Karte. Er wird sich wieder selbst ausmicronen, ich bin mir sicher. Und der Panda wird jetzt natürlich fallen, denn die Unholy Aura sorgt hier für Bewegungsgeschwindigkeit bei sämtlichen Ghouls und da wird gleich der Surround zugehen. Ah, das reicht noch für einen weiteren Breath of Fire. Mittlerweile aber schon wieder 350 Hitpoints. Haben wir da noch zwei Archer? Und in der Night Elf Base, ich glaube, da haben wir auch keinen Ancient Protector. Nein, der wird dort jetzt erst in Auftrag gegeben. Zwei Ancient of Laws, und das ist natürlich auch perfektes Timing wieder von Jan, der hier gerade angreift, wo die Ancient of Laws im Bau sind.
Direkt werden hier schon präventiv die Whisper hinzugezogen. Warum geht er nicht auf einen einzigen? Er verteilt seine Einheiten und greift beide an. Einer wäre schon down gewesen. Ist er vielleicht zu gierig gewesen? Ich weiß nicht, ob das Gier war oder Dummheit. Also ich meine, da hätte man sich wirklich auf einen einzigen konzentrieren können, hätte diesen noch ausgeschaltet. Anstattdessen jetzt der Surround hier gegen den Panda von Mark Hoffmann. Ganz, ganz dumm gelaufen hier für ihn. Kein Town Portal, kommt nicht mehr ran. Ein schöner Surround hier von Jan Dominikus. Und damit weitere Punkte für ihn. Ja, und der Dämon hat, da muss da jetzt aufpassen, aber hat er ja immer noch den Step of Teleportation. Da ist wieder ein Coil gleich in Reichweite. Und in so einem Fall ist es natürlich auch ein bisschen schmerzhaft, wenn der Ancient of War da vorne nicht mit drin steht, um immer noch ordentlich Schläge auszuteilen. Mal einen schönen Mana-Burn da reingesetzt. Jetzt kann er hier noch ein paar Wisps kicken. Nimm dir doch die Wisps zur Brust, mein Gott, da jetzt endlich, versteh das. Da ist der erste Wisp down, nochmal ein Detonate hinterher. Ancient Protector steht. Oh, und das ist der nächste Surround, aber da sind die ersten Dryads jetzt mit dabei und die werden natürlich jetzt hier das Spiel, zumindest in dieser Situation, nochmal kippen. Ja, das ist das Problem, er versucht jetzt alles auf den Hero zu setzen, aber der hat noch eine Healing Potion und auch noch Staff of Teleportation und parallel dazu kann hier Mark natürlich ständig mit seinen Dryaden einzelne Kults abgreifen. Ja, und das war zu teuer jetzt, das war absolut unnötig, dieser Surround. In so einem Moment muss man halt einfach mal auf den Dämon halt da draufklicken, um zu gucken, was hat er denn für Items, um ja danach seine Entscheidungen zu fällen. Und Mark jetzt sehr, sehr aggressiv. Und blockt hier noch, um seine eigenen Dryade die Reichweite zu verschaffen. Aber natürlich sind jetzt hier diese Gargoyles, die ich jetzt hier sehe, genau die falschen Einheiten gegen die Dryads auf der anderen Seite. Naja, also man sieht das relativ oft mit vielen Gargoyles, immer wieder die Dryads zu harassen und zu fokussen. Das klappt eigentlich schon immer ganz gut. Ja, gut, da habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt der Staff of Teleportation, kommt nochmal ein Coil hinterher, keine Mana, sonst wäre es das gewesen für den Demon Hunter. Also Mark kommt da nochmal raus. Ist jetzt in seiner eigenen Base, heilt sich an den Moonwell, hat sich eine Potion of Healing mitgenommen. Right. Jetzt kommt hier schon das Adept Training für die Druiden, wovon ich allerdings noch keine sehe. Die ja, vielleicht ein bisschen verfrüht. Und da kommen sie schon. Ja, da sieht man das. Gerade auf der Map, man erkennt das ja dadurch, dass sich überall so kleine Bächlein durchschlängeln. Sie sind natürlich wunderbar, damit den Gargoyles immer wieder zu harassen. Aber auf der anderen Seite hat er noch nicht die kritische Masse an Gargoyles. Also 5 Gargoyles sind einfach zu wenig, um jetzt hier auf der anderen Seite gegen 4 Dryads zu bestehen. Auf jeden Fall. Noch gerade der Panda, wie vorhin auch bereits erwähnt, ist wirklich sehr effizient mit seinem Drunken Haze und Breath of Fire gegen die Gargoyles. Mark muss auch langsam mal eine Expansion bauen. Gegen den Undead. Normalerweise immer eine Expansion im Midgame. Level 3 hier bereits der Demon Hunter, währenddessen noch immer Level 2 der Death Knight. Demon Hunter mit Potion und Death Knight auch mit Potion of Healing. Auch kein zweiter Hero bei Jan im Bau. So, und jetzt wird er hier kurze Vorstöße wagen mit seinen Gargoyles. Da kommen sie reingeflogen. Erster Drunken Haze. Sorry, erster Breath of Fire war das. Focus Fire auf den Pandaren Brewmaster. Mana Burn gegen den Death Knight, der zieht sich wieder zurück. Und immer wieder nach vorne und zurück. Aber er soll doch einfach jetzt mal hier die Dryads rausfokussieren. Was soll das denn? Jetzt geh doch drauf. Jetzt macht das ja, jetzt endlich. Macht und erste Dryad fällt. Erster Gargoyle wird jetzt auffallen. Und da kommen einfach zu wenig Dryaden nach. 4 Dryaden sind in diesem Fall einfach zu wenig, um diesen Battle erfolgreich abzuschließen. Er hat also jetzt die kritische Masse erreicht. Und so kann er jetzt hier sämtliche Dryads ausschalten. Versuchen zu flüchten, während jetzt hier Mark versucht, noch einmal dem Death Knight hinterher zu rennen. Das ist aber zu spät. Ja, ein Gargoyle kann er ja wahrscheinlich hier noch abgreifen. Jetzt aber. Jetzt nochmal bitte die Gargoyles auf die Dryad hier raufschicken. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, hinter dieser einen herzurennen, denn die kommt noch rechtzeitig an die Moonwells ran. Ja, wird sie kommen. Die Gargoyles stattdessen fliegen außenrum, sortieren sich Richtung Osten der Map. Und jetzt Mark nochmal mit dem Vorstoß auf die Undead Base. Geht jetzt hier direkt nochmal auf die Gruft mit seinen zwei Heroes. Level 1, Level 3. Hat noch immer die Potions mit dabei. Der Death Knight chancenlos im Moment, denn er hat keinen Mana mehr an Bord. Focus Fire jetzt hier auf den Pandaren Brewmaster. Der rennt weit hinten in die Undead Base hinein. Ist das nicht ein bisschen zu weit? Das könnte riskant werden. Muss jetzt hier wahrscheinlich gleich seinen Krummstab der Bewahrung abgeben an den Demon Hunter. Da kommt nochmal ein Mana Burn gegen den Death Knight. Der ist ziemlich weit runter, hat sich eine Mana Potion gekauft. Seine Healing Potion hat er schon genutzt und Mark immer noch hinterher. Death Knight runter, hat sich jetzt hier die
Healing Potion nochmal zur Brust genommen. Auch die Mana Potion gibt da einiges an Geld aus für die Potions, aber immer wieder verfolgt von den beiden Night Elf Heroes. Der Panda ziemlich low, nochmal ein Coil hinterher. Panda muss raus, geht raus. Und das war der Krummstab der Wahrung. Schönes Ding hier von Mark Hoffmann, der hinterher rennt, immer noch hinter dem Death Knight. Und der hat wieder eine neue Potion sich gekauft. Nimmt jetzt hier zunächst mal den Town Portal, sich teleportiert sich in der eigenen Base. Immer noch im Focus Fire der Night Elf Units. Wieder die Dryads hier auf den Death Knight, kauft sich wieder eine Potion of Healing. Allerdings jetzt hier Cooldown auf die Potion. Er kann sie also noch nicht nutzen, muss noch warten, bis hier der Cooldown runtergelaufen ist. Und die Dryads mit Focus Fire jetzt hier auf einen Gargoyle tief drinnen in der Undead Base. Ein einziger Tower ist hier ausgebaut. Es ist nur ein Neruben Tower. Und die Gargoyles sind schon auf dem Weg und die beiden Dryaden sind im roten Bereich. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt sieht das doch schon ziemlich zwecklos aus für Mark. Ich glaube, den Death Knight wird er nicht so schnell down kriegen. Das sind jetzt vier Dryads nochmal, aber er versucht hier immer noch nur auf den Death Knight zu gehen. Das wird einfach nicht klappen. Junge, jetzt musst du deine Healing Potion nehmen. Nimm die Healing Potion, ja. Aber kommt er da jetzt nochmal raus? Es darf auf Teleportation, um sich in Sicherheit zu bringen. Schön genutzt. Erst noch in Healing Pot und dann Staff of Teleportation. Ja, und liebe Zuschauer, so wie ich das sehe, wenn die Kamera wieder auf uns leuchtet, dann kann das nichts anderes heißen, als dass unsere kleine liebe Show, unser E-Sports Elite am Donnerstag dann doch endgültig anscheinend vorbei ist. Ich weiß nicht genau, was unsere Aufnahmeleitung jetzt sagen würde. Ich denke, sie würde uns sagen, dass wir nochmal eine Abschlussmoderation hier irgendwo machen und uns dazu wahrscheinlich nochmal irgendwo... Ach, da kommen sie auch schon. Jan Dominikus, Mark Hoffmann. Mussten leider aufhören. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Schade. Wo sollen wir uns hinbewegen? Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel Zeit haben wir noch, liebe Aufnahmeleitung? Setz uns einfach mal dazu. Ich gehe einfach um die andere Seite rum, dann kann man hier. Komm mal hier rein. Wie sah es denn aus overall? Jetzt hatte ich schon verloren? Im Moment absolut ausgeglichen, muss ich sagen. Also ihr habt beide da interessante Vorstöße in jede Himmelsrichtung gewagt. Habt euch wirklich absolut verausgabt, was euren Skill angeht. Habt euch aber auch äußerst blamiert in manchen Situationen. Also zum Beispiel? Also was ich äußerst blamabel fand, den Death Knight dann noch vor dem Goblin Laboratory zu verlieren, obwohl du eigentlich... Ich dachte, ich hätte ihn am Haken, dabei hat er mich am Haken. Nee, ich hatte dich gleich schon. Mit 8 Hitpoints war es doch ein bisschen gefährlich, reinzugehen. Mit 8 Hitpoints war es ein bisschen gefährlich. Letztendlich kann man sagen, gibt es keinen eindeutigen Sieger, aber wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 3,5 Partien mit relativ wenig Skill und vielen beschämenden Momenten gesehen, würde ich sagen. Ich kann mich gar nicht mehr ausführlich verabschieden von euch Flachskillern, aber ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal zu sehen, wie schlecht Leute eigentlich WC3 spielen können. Letztendlich möchte ich gar nicht behaupten, weil ich weiß, ja, die Stimmung ist wieder sehr gereizt im Moment im Studio. Und wenn ich jetzt wieder mich zum Sieger deklarieren würde, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, dann würden wieder alle ausflippen hier. Aber gut, ich mach's trotzdem mal. Ich habe gewonnen. Okay? Ich habe gewonnen. Es war ein Riesenereignis und ich habe einfach alle in Grund und Boden gespielt. Nein, ganz im Ernst, das war auf jeden Fall, ich möchte mich verabschieden von euch für 2006 nochmal. Wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2007. Jetzt kriege ich auch nur weil ich gesagt habe, dass es Flachskiller sind. Und ich glaube, es gibt eine Gehaltskürzung. Ich verabschiede mich von euch. Guten Rutsch, habe ich schon gesagt, von allen anderen auch. Adios, tschö. Viel Spaß.